This is Master Fly, Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs, only 7 euros. I mean, it's 8 songs, only 7 euros. That means you give one free. So Leute, hallo, herzlich willkommen beim bedingungslosen Nachmittag. Wir haben heute das Thema Politik oder mal wieder das Thema Politik. Wir haben im September Wahlen in Ostdeutschland und wir wollen heute darüber sprechen, ob und warum sich die politische Stimmung in Ost- und Westdeutschland unterscheidet. Und wir haben hier kompetente Gäste fürs Thema. Ich habe die jetzt natürlich nicht der Reihe nach, sondern nach dem Alphabet, aber ihr könnt euch ja denken, wer ist. Wir haben einmal Wolfgang Büscher, er ist Sprecher des Kinderhilfswerks Die Arche. Dann haben wir Jürgen Kavelat, er ist von der Berliner Geschichtswerkstatt und ehemals Verwaltungsjurist. Und Therese Lehnen, Ex-Piratin und Politologin. Und Katja Sirotkin, und zwar ist sie freiberuflich in der IT-Technik und aktiv bei den Freien Linken. Hallo. Und da wir heute 4 Gäste haben und alle natürlich zu Worte kommen wollen, würde ich sagen, spielen wir jetzt eine Musik und machen heute ein bisschen mehr Talk als Musik. Aber jetzt spielen wir erstmal eine. So Leute, willkommen nochmal. Nur zur Ergänzung, an der Kamera ist wieder Klaus von Kiekema Film Berlin und den Film könnt ihr entweder Montagabend oder Dienstag anschauen, so ihr möchtet. Und an der Technik Klaus von Rockradio und wir legen gleich los. Und zwar ganz... Genau, den Chat. Wenn ihr Fragen an unsere Gäste habt, genau, wir haben einen Live-Chat geschaltet auf rockradio.de und wenn ihr Fragen an die Gäste habt oder an einen speziellen Gast, dann könnt ihr eure Frage da reintippen. Wir haben hier etwas ganz Aktuelles, das habe ich mir rausgeschrieben, und zwar gab es eine Befragung der Körperstiftung. Natürlich werden da immer nicht alle Deutschen gefragt. Es werden bei telefonischen Umfragen wird immer im Haushalt nach einem gewissen Schlüssel wird immer dieselbe Person befragt, sodass ein repräsentatives Ergebnis rauskommt. Es ging unter anderem um die Frage weniger großes oder geringes Vertrauen in die Politik. Da antworteten 2021 ein Drittel mit Ja, also sie hätten weniger großes oder geringes Vertrauen in die Politik. Und jetzt gerade 2024 sagten 54% der Befragten, sie hätten eben weniger großes oder geringes Vertrauen in die Politik. Bei Parteien war es noch dramatischer. 2020 hatten noch 29% Vertrauen in die Parteien und 2024 nur noch 9%. Und ich gebe das jetzt mal an den Tisch und vielleicht einfach mal in die Runde etwas dazu sagen. Bitte schön. Therese Lehnen fängt an von der Ex-Piratin und Politologin. Ja. Das Vertrauen in die Politik ist natürlich geschwunden. Wir merken das ja auch im Gesellschaften miteinander, im gesellschaftlichen Miteinander, dass sehr viele Menschen sagen, okay, die Politiker sind nicht kompetent, die schaffen nichts, die bringen nichts zustande. Und es ist vor allen Dingen in der Politik, muss ich sagen, ein Kommunikationsproblem. Ein ganz massives Kommunikationsproblem. Die Politik kann sich nicht mehr erklären, die kommt nicht mehr bei der Bevölkerung an. Will nicht oder kann nicht? Das weiß ich nicht, ob sie nicht wollen oder nicht können. Auf jeden Fall ist es Fakt, dass sie nicht verstanden werden. Okay, gut. Ja, ich kann es ja in den Archen erleben, wenn Eltern enttäuscht sind durch die vielen sozialen Probleme, die sie haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass alle sozialen Schwierigkeiten in den sozialen Brennpunkten abgeliefert werden. Wir haben in Berlin 60% der Menschen, die Fluchterfahrung haben, leben in 2 Stadtbezirken, in Hellersdorf-Marzahn und in Lichtenberg, anstatt sie so zu verteilen, dass es überhaupt keine Probleme gibt. Ich kann auch als Sprecher sagen, wir sind im Gespräch mit unzähligen Politiker und Politikerinnen. Sie kommen zu uns in die Archen, ganz egal, vom Bundespräsidenten bis zum Bundeskanzler, alle waren da. Wir haben über die Probleme, über die großen sozialen Probleme vieler unserer Arche Mütter und Väter gesprochen. Man hat zugehört, man hat fleißig genickt und dann ging man nach Hause und nie wieder haben wir auch nur irgendeine
Reaktion aus der Politik gehört. Das finde ich sehr, sehr schade und das sorgt natürlich für Missstimmung. Und meine Angst ist, dass dann eben viele der betroffenen Wähler, die Angst haben vor den großen Problemen, AfD wählen. Okay. Ja, ich knüpfe an. Ich glaube, dass wir sehr viele Probleme haben in der Gesellschaft, große und kleine. Und die Zahl eben so groß ist, dass man eben auch dann tatsächlich nicht alles in den Griff kriegt. Ich glaube nicht, dass unser Gemeinwesen, man muss das mal mit anderen Ländern vergleichen, so wesentlich schlechter ist als irgendwo anders. Es funktioniert in Berlin manches schlechter als irgendwo in anderen deutschen Ländern, das wird man sagen können. Aber so insgesamt sind wir ja in einer Gesellschaft, die einigermaßen noch läuft. Aber die Zahl der Probleme ist relativ groß. Und was ich meine, was so eine Grundtendenz seit vielen Jahren ist, wir sehen kein Ende und wir sehen weitere Probleme auf uns zukommen. Also alleine dieses Grundgefühl, wie steht es mit der Umwelt, Klimaerhitzung, alles Mögliche, sowas schwebt unten drunter immer mit und da gibt es tatsächlich keine klaren Antworten drauf. Und deswegen sind Leute, wenn es eben zu viel wird, was man fragt und was nicht geantwortet wird, führt das natürlich dazu, dass man sagt, naja, ich habe kein Vertrauen in die Leute, die da was tun. Okay, Katja? Ja. Oder wolltest du noch? Ich sag mal so, selbst auf der Straße oder bei uns im Laden sofort merkt man, ob sich jemand für die Politik interessiert oder nicht. Nämlich wenn derjenige nicht über die Politik meckert, dann interessiert er sich nämlich nicht dafür. Also aber das Grundlegende ist, es ist ja nie wirklich seit mehreren Jahrzehnten bergauf gegangen. Selbst der Grundschüler, sage ich mal so, der weiß ungefähr, kann ahnen, dass er wahrscheinlich nie Rente bekommen wird. Leute merken am Sozialabbau, an Sachen, die nie wirklich funktioniert haben in ihrem Leben, also sprich öffentlicher Nahverkehr, ständig Baustellen in der Stadt und dann wird es immer schwieriger, eine Wohnung zu finden, die man auch noch bezahlen kann, wo man sich, ich sage mal, nicht den Arsch aufreißen muss dafür. Selbst so eine grundlegenden Sachen, die früher ja mal halbwegs funktioniert haben vor ein paar Jahren, gibt es nicht mehr, geht nicht mehr. Und dass dafür die Politik verantwortlich gemacht wird und in vielen Sachen auch mitverantwortlich ist, weil sie handelt ja zusammen, beziehungsweise macht ja die Grundlagen, also sprich die Gesetze dafür. Da ist, ich sage mal, egal wie klug oder wie dumm ein Politiker daherredet, die Unzufriedenheit mehr als berechtigt. Ja. Also das heißt, wenn ich das jetzt mal aufgreifen darf, wieder in die Runde geben darf, Sie könnten im Grunde, wie hast du das jetzt gesagt, Sie sind unfähig oder Sie wollen nicht oder Sie können nicht, wie siehst du das? Also ich denke, manche Politiker, die jetzt so, ich sag mal, wirklich öfter mal im Fernsehen so wirklich den größten Lapsus so daherreden, bei denen hat man das Gefühl, die werden extra dahingesetzt, weil sie so, weil sie so inkompetent wirken und bei manchen, also damit man bei anderen gar nicht mehr so genau hinguckt, was sie so alles, in die Gesetze reinschieben und so unter der Hand denn machen. Das ist, irgendwann fällt es den Bürgern auf. Also berechtigt diese Umfrage sozusagen? Die ist durchaus berechtigt. Also die Bürger sehen das gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen. Also die Zahlen würde ich jetzt nicht anzweifeln, aber diese Theorie, dass also die Auswahl jetzt, sag ich mal, innerhalb einer Fraktion eines Landtags oder eines Bundestags besonders diejenigen nach vorne geschoben werden, die besonders unfähig sind, also das würde ich jetzt erstmal so nicht sagen. Im Bundestag fällt schon auf. Es ist schon so eine besondere Form. ich kenne eine Reihe von Leuten, von Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Bundestags- und Europaabgeordneten, denen kann ich schon mal bescheinigen, dass sie erstens relativ clever sind und relativ wirklich viel gearbeitet haben und in ihrem Stoff relativ gut drin waren. Ich sehe das Problem tatsächlich darin, in der Komplexität dieser Vielzahl der Probleme, die jetzt auf uns einstürzen. Also es wird jetzt auch immer so über diesen öffentlichen Nahverkehr geschimpft. Ich glaube, in Berlin sind wir gar nicht so schlecht, wenn man das mal mit anderen deutschen Städten vergleicht, was den Takt betrifft oder so. Aber man hat natürlich immer gerne einen Prügelknaben, auf den man besonders reinhaut. Und wenn dann zum Beispiel auch
konkret Berliner Nahverkehr, lange nicht investiert worden ist. Und jetzt wieder abzusehen ist, dass wir demnächst mit der S-Bahn Schwierigkeiten kriegen, dann ist das Problem natürlich da und das, ja, das erkennt man. Aber wie gesagt, die These, die besonders Unfähigen, die schicken wir mal nach vorne. Da sind schon die anderen hinterher, die meinen, ein bisschen cleverer zu sein. Ich finde, es ist auch sowieso grundsätzlich ein Problem, dass viele Menschen in Deutschland mit der parlamentarischen Demokratie sowieso ein Problem haben. Und denken, man ist ja sowieso ohnmächtig. Also das habe ich über die letzten 2 Jahrzehnte eigentlich beobachtet, dass es immer wieder herangetragen wurde. Naja, es ist sowieso die da oben machen. Wir bestimmen alle 4 Jahre und dann hat sich das und das ist Politik. Ich bin nicht selbst, ich kann selber nichts verändern und es ist mir egal. Es gibt auch eine erschreckend große Zahl immer an Nichtwählern, denen sowieso alles sozusagen hat ja eh keinen Zweck. Und die Stärkung der Demokratie geht eigentlich auch nur mit der Bevölkerung. Und Parteien und Parlament sind, sind für viele Menschen abgehoben, obwohl es natürlich nicht stimmt. Die da oben bestimmen überhaupt nicht irgendwas und es sind auch keine, die da oben sind, Menschen wie du und ich. Aber weil die Menschen eben zu wenig gesellschaftlich einbezogen sind, wenn es mehr Formen der direkten Demokratie gäbe und auch das Vertrauen der Politik in die Bevölkerung kommt, und dann kann das die Bevölkerung vielleicht auch wieder Vertrauen in die Politik entwickeln. Das ist auch so ein Punkt. Also direkte Demokratie, siehst du ein Rezept zum Beispiel, habe ich das richtig verstanden? Um das Vertrauen in die Politik und das Interesse überhaupt wieder zu wecken. Das sehe ich ganz genauso. Okay. Ja, ich kann ja als Arche-Sprecher sagen, wir haben 33 Häuser in Deutschland. Wir haben bis zu 10.000 Kinder und Jugendliche bei uns in den Einrichtungen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass in Deutschland 30-40% der Bevölkerung vergessen worden sind. Das heißt, wir haben viele Kinder in unseren Häusern, die eigentlich nichts vom System erhalten. Sie gehen morgens ungefrühstückt in die Schule. Sie haben häufig Eltern, die sich aufgegeben haben, weil sie von der Politik vergessen worden sind. Sie erleben in den Schulen, dass sie stigmatisiert werden. Sie werden von Lehrern und von Lehrenden in der Schule vorgeführt. Es heißt immer wieder, was machen denn deine Eltern von Beruf? Und wenn dann das Wort Bürgergeld fällt, dann sind die Kinder irgendwo ein Stück weg stigmatisiert. Ich habe als Arche-Mitarbeiter gelernt, wir müssen versuchen, alle Leute an der Politik, am Erfolg der Gesellschaft zu beteiligen. Wenn wir das nicht tun, und im Moment sind es wirklich bis zu 30% der Menschen, die keine Chance haben. Alle Probleme werden abgelagert auf die, die eh schon sozial schwach sind. Wir schieben die Schwachen weg an die Stadtränder. Wo schieben wir die Familien mit Fluchterfahrung hin? An die Stadtränder. Ich sage immer, wir haben nicht zu viel Flüchtlinge. Sie sind nur falsch verteilt. Also wir müssen letztendlich, und nur so funktioniert ein System, alle Menschen am gesellschaftlichen Erfolg teilhaben lassen, so wie es im Moment ist, dass 20-30% der Menschen partizipieren und alle müssen irgendwo über sich bestimmen lassen, wird es auf Dauer definitiv nicht mehr gut gehen. Darf ich noch mal ganz kurz, Jürgen, weil du vorhin gesagt hast, ich komme jetzt mit dem Wortlaut nicht mehr zurecht, aber die Probleme sind so komplex geworden. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, richtig. Also, genau. Und das ist jetzt meine Meinung, die ist natürlich, aber ich denke mir, dafür ist die Politik ja da mit diesem komplexen Problem. Weil wenn er sagt, also man weiß ja seit Jahren, dass man Geflüchtete im Land hat. Und dann ist das Teil der Arbeit, dass man sich überlegt, wie verteilen wir die und so weiter und so fort. Da kann man ja nicht sagen, das ist alles so komplex und deshalb, oder habe ich dich da falsch verstanden? Ich meinte, es sind so viele Probleme auf so unterschiedlichen Ebenen, dass der normale Mensch tatsächlich ein bisschen mutlos werden kann, weil er sagt, da kann überhaupt niemand dran was ändern. Weder die Landesregierung, die Bundesregierung, noch die UNO oder wer. Also so meinte ich das eher. Und da ist eben ein Element tatsächlich die Klimaveränderung, die ja viele verschiedene Aspekte hat und die sich in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche auswirkt. Aber das ist nicht das Einzige. Nee, ich wollte noch was sagen zur Frage einbeziehen. Wie funktioniert das Beteiligungssystem in unserer Gesellschaft? Wir haben hier eine
parlamentarische Demokratie. Wir wählen und dann gibt es ein Parlament. Und normalerweise könnte das ja auch alles wunderbar funktionieren, wenn viele Leute dann auch in die Parteien gehen würden, in den Parteien diskutieren würden, dort eine Meinungsbildung stattfindet, die dann in den Parlamenten aufeinander trifft. Das ist alles Aber wir haben etwas, 30 bis 40% der Bevölkerung, die das auch nicht können. Wir erleben in unseren Häusern oft bildungsferne Familien. Da schiebt man Kinder auf Brennpunktschulen ab, wo sie auch kein politisches Verständnis haben. Dann müssen wir versuchen, auch letztendlich alle mit einzubeziehen. Wir haben vollkommen in Deutschland, das hat unsere, würde ich sagen, sehr schwache Familienministerin Lisa Paus neulich gesagt, 5,6 Millionen Kinder, die in Deutschland in Armut leben. Wir diskutieren seit Jahren darüber, ob es eine Kindergrundsicherung gibt oder nicht. Sie scheint anscheinend nicht gewollt, auch nicht von den Grünen und von der SPD, weil sich die letztendlich Herr Lindner durchsetzt. Wir müssen versuchen, alle Menschen beteiligen am Erfolg der Gesellschaft. Wenn wir das nicht tun, und mich fragen oft junge Menschen, 17, 18 Jahre, Wolfgang, was sollen wir eigentlich machen? Die bekommen keine vernünftige Berufsausbildung. Wir haben jetzt gerade in unserem Jugendbereich erlebt, ein Notendurchschnitt in einer Berliner Arche von 5,5. Das heißt, sie sind aber trotzdem versetzt werden, was ich nicht wusste. In Berlin müssen die Eltern zustimmen, wenn die Kinder die Klasse wiederholen wollen. Und hier bleiben eben unheimlich viele Kinder auf der Strecke. Wir reden nicht von 200.000, 300.000, wir reden von Millionen von Kindern. Und mir hat mal ein finnischer Bildungsminister gesagt, wir müssen jedes Kind wie eine Königin oder einen König behandeln. Und das machen wir nicht. Ein Land, das 5,6 Millionen seiner eigenen Kinder vergisst, ist unfähig. Und die Politiker, die 5,6 Millionen Kinder vergessen, sind unfähig. Wenn wir nicht endlich anfangen, uns um alle zu kümmern, werden wir als Gesellschaft ein großes Problem bekommen. Denn was machen diese Kinder? Ich war gestern in einer Arche in Dresden und in Meißen. Da hatten wir ein Zusammensein, ein Gartenfest. Und da sagen eben viele Eltern, du weißt du was, wenn die mich auf den Arm nehmen, wähle ich halt AfD. Und das sind nicht wenige. Und da holen die ihre Stimmen. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir diese Menschen alle an die AfD verlieren. Wir müssen selber versuchen, die Situation vieler Menschen zu verbessern. Wenn wir das nicht tun, werden wir irgendwann den ersten Ministerpräsidenten aus der AfD wählen. Das ist sicher. Wobei die AfD nicht nur von diesen Leuten gewählt wird. Das ist meiner Ansicht nach eine falsche Analyse. Dann hätten sie 60%. Dann wären die Zahl der wesentlich höher. Also daran liegt es nur nicht. Da kommen wir aber noch drauf, vielleicht ganz kurz. Also hier wurde mehrfach so erwähnt, wie toll doch die parlamentarische Demokratie ist und man hat dann vor der AfD Angst, dass die gewählt wird. Okay. das ist dann Wählerentscheidung, sage ich mal so. Ganz böse. Nicht wir müssen uns da anstrengen, dass die nicht gewählt wird, sondern ich sehe das einfach mal so. Die Krux in der parlamentarischen Demokratie liegt daran, zum einen ist das mit den Nichtwählern diese schöne Sache, dass die Nichtwähler halt eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, denn die größte Partei beziehungsweise die Parteien denn unterstützen, die denn miteinander koalieren. Also sprich, die verringern im Grunde genommen den Wählerpool und vergrößern dadurch die Anzahl, also man kann es genau nachrechnen, denn mit ein paar Prozenten denn tatsächlich die Partei, die denn gewinnt, in Anführungsstrichen. Dass die nachher überhaupt koalieren, beziehungsweise dass da der Herr Lindner, wo doch die FDP eigentlich so eine Mini-Partei ist, die ja schon fast unter 5% rutscht, trotzdem noch was zu sagen hat. Also das sollte eigentlich bei dem Wahlergebnis, sollte der eigentlich auch nur 5% oder wenn man die Nichtwähler mit dazu rechnet, denn vielleicht 2,5% was zu sagen haben. Also seine Stimme, seine Macht sollte genauso gewichtet sein am Ende eigentlich, wenn man es mal logisch betrachtet. Aber der Herr Lindner setzt sich durch. Okay, nur ist die Frage, wie ist das jetzt mit der parlamentarischen Demokratie denn? Funktioniert die überhaupt noch? Das ist halt die Frage. Ich denke, das sehen ganz viele Leute nicht so, dass das halt nicht funktioniert. So wie sie, also deswegen heißt es ja auch ganz oft, wählen ist sinnlos, warum macht er das überhaupt? Und irgendwann kommt es dann zu dieser sogenannten Denkzettelwahl, wovor hier alle Angst haben. Ich
übrigens auch, aber ich möchte es auch mal halt von einer anderen Perspektive betrachten. Und das Ding ist, ich sage mal, wenn man die Bürger selbst auf der kleinsten Ebene in der eigenen Straße nicht beteiligt, im eigenen Bezirk nicht beteiligt, wenn man nicht drauf hört, ich sage mal, wieder öffentlicher Nahverkehr, bei uns haben sie jahrelang jetzt inzwischen schon eine Brücke gesperrt und daraufhin noch monatelang in der Straße, ich kann es aus eigener Hand berichten, die Leute haben protestiert, die Anwohner, die Geschäftsinhaber, wir haben uns übrigens auch gefragt, ob wir eine Entschädigung bekommen dafür, dass uns die Laufkundschaft wegbleibt. Wir durften da nicht mal Bescheid sagen, macht mal bitte schneller oder findet mal eine Lösung, dass die Leute durchkommen. Also selbst wenn es um die eigene Existenz geht, ein paar Läden haben übrigens aufgegeben in der Zeit, die Corona überlebt haben übrigens. Und da denke ich denn schon, also wenn man nicht mal auf Kommunalebene, auf Bezirksebene irgendwie durchkommt und Mitspracherecht hat und da mal bei den gewählten Vertretern mal sagt, hallo, das könnt ihr nicht so machen, dann ist die Machtlosigkeit ja schon, also das wird einem auf niederster Ebene demonstriert und auf die höhere Ebene gehen dann die meisten gar nicht erst. Naja, also ich also kann für direkte Demokratie bin ich dann schon, darf ich noch mal eine Kleinigkeit sagen? Ja. Ich breite mich jetzt langsam aus, aber es ist okay. Und zwar, wir haben ja solche Sachen wie Volksentscheide auf Landesebene und solche Geschichten. Wir hatten den letzten einen erfolgreichen Volksentscheid mit Deutsche Wohnen enteignen. Und was ist? Die Politik zögert das so lange hinaus mit dem Gesetzentwurf, so lange, bis die Initiative selbst sagt, die haben zu lange gewartet, wir machen ja jetzt selber was. Die haben sich wirklich darum gedrückt und ich sage mal, wenn schon ein Volksentscheid durchkommt, dafür müssen ja mehrere Hürden genommen werden. Erstmal, dass er stattfinden kann, müssen Unterschriften gesammelt werden, dann muss er mehr als 50% im ganzen Landkreis kriegen, im ganzen Bundesland kriegen und so weiter. Und selbst wenn die Bevölkerung mehrheitlich sagt, wir wollen das, sagt die Politik einfach nein. Die tolle parlamentarische Politik. Naja, das sind das ist beeindruckend. Die unterlegen sind, die dann in gewissen. Das ist nicht unterlegen, wir hatten die Mehrheit, wie gesagt. Nein. Und das ist eine Schweinerei. Parteien, die dann Sand ins Getriebe gestreut haben. Das sind die gewählten Parteien, wie gesagt. Ja. Mir ist schon klar, mir ist die Situation bekannt und ich finde das auch unmöglich, dass da praktisch das, was beschlossen worden ist, nicht umgesetzt wird. Das darf eigentlich nicht sein. Und da wundert man sich ernsthaft dann über die, ich sage mal, über den Zorn, der dann so in der Bevölkerung wächst. Naja, was heißt der Zorn? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt alle sagen, wir gehen gar nicht mehr wählen. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann haben wir ja zum Beispiel in Ostdeutschland, wo demnächst gewählt wird, haben wir eine sehr starke AfD und zwar, glaube ich, teilweise bei 30%. Und ich sage nochmal ganz schnell, Harald Schmidt, Entertainer, sagt also, das sind halt freie Wahlen, da muss man entweder dann die Wahlen abschaffen oder aber man soll sich freuen, dass die Demokratie noch so gut funktioniert oder, und da gebe ich ihm recht, die Politik soll doch gefälligst so eine Politik machen, also die regierenden Parteien, dass die Leute AfD überhaupt nicht wählen wollen. Da kommt man nämlich irgendwie hierhin, dass man sagt, okay, die Leute sind abgehängt, die wissen sich nicht anders zu helfen. Ich finde das natürlich auch nicht unbedingt toll, dass sie AfD wählen, aber was sollen sie machen? Also man kann ganz klar sagen, dass wenn wir die Menschen vergessen, vergessen die Menschen irgendwann die Gesellschaft und uns. Also die Erfahrungen, die ich mache mit unseren Eltern, die sagen entweder ich gehe nicht wählen oder sie sagen ich wähle rechts. Das ist ganz deutlich, das ist klar. Wir haben schon lange vor den Wahlen in Berlin und bei der Europawahl jetzt gesagt, die Rechten werden im Osten sehr stark zuschlagen. Ich kann das ganz klar und deutlich sagen, wenn wir die jungen Menschen bei uns sehen, die 18-, 19-Jährigen. Mich hat mal ein junger Mann gefragt und hat gesagt, was sollen wir denn machen, dass die auch mal auf uns hören? Ich habe vor einiger Zeit, ich fand das ganz faszinierend, an einer Straßenbahnhaltestelle am Prenzlauer Berg gesehen,
wie sich Klimakleber formierten. Die standen ganz tiefenentspannt an der Straßenbahn, schauten sich in die Augen und dann gingen sie ganz entspannt auf die Straße, setzten sich hin und rollten ihre Plakate aus. Und wenn die unzufriedenen Menschen irgendwann sagen, so, wir haben die Nase voll, wir gehen auf die Straße, das sind Hunderttausende, das sind Millionen, dann wird in diesem Land überhaupt nichts mehr laufen. Was wir machen müssen ist, wir müssen die Kinder und Jugendlichen mitnehmen. Wir dürfen nicht alle Probleme, die es in Deutschland gibt, auf die Ausgesonderten an den Stadtendrandbezirken abschieben. Und das machen wir im Moment. Und irgendwann werden diese Leute entweder rechts wählen, gar nicht wählen oder werden auf die Straße gehen. Das wird über kurz oder lang kommen. Ich brauche ja nur mit unseren Arche-Eltern zu sprechen. Ich brauche ja nur mit den Menschen zu sprechen, die zu uns kommen. Sie werden ausnahmslos sich gegen das System wählen. Und ich habe mir häufig die Frage gestellt, was würdest du selber machen, wenn das System dich vergisst? Dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ich wähle entweder rechts oder ich wähle zumindest etwas, womit ich die etablierten Politiker bestrafe. Therese dazu. Das Problem, was ich sehe, dass die Prioritäten sowieso falsch gesetzt werden in dieser Gesellschaft. Auf wen wird gehört? Auf den, der am lautesten schreit, auf den, der am besten sich produzieren kann, auf den, der genug Mittel zur Verfügung hat, um irgendetwas zu erzählen. Und wie er sagt, es gibt Menschen, die fühlen sich nicht nur abgehängt, die sind abgehängt. Die sind einfach abgehängt und wissen, ja, Zukunft, Träume, naja, was bringt meine Zukunft? Und das sind Millionen. Weiter Hartz IV, vielleicht, okay, nennt man jetzt ja Bürgergeld, ist aber auch nicht sehr bürgerfreundlich. Sanktionen gibt es ja weiterhin, aber es ist ein anderes Thema. Ich denke, die Priorität in der Politik ist falsch gesetzt und es ist, so bitter wie es ist, die einzige Möglichkeit, die die Wahlbevölkerung hat, ist durch Wahlen zu protestieren, nachhaltig zu protestieren. Ich finde es ganz schlimm, dass die Menschen sich die Wahlprogramme nicht anschauen. Die wissen nur, die AfD ist eine Partei, da sind alle dagegen. Also, jetzt zeige ich es denen mal. Und ich sage mal, früher in Berlin, die Piraten waren nicht nur wegen ihrem tollen Programm gewählt worden, das war auch eine Protestwahl zum Teil. Ja. Die waren alle nicht Internet-Nerds, die die Piraten gewählt haben. Das sehe ich, das weiß ich. Aber es sind auch, ich denke, die Wählenden und die Zuwählenden muss man auch unterscheiden. Wenn man sagt, dass man natürlich gegen die Programmatik der AfD ist, sagt man, muss man trotzdem überlegen, wer wählt denn die AfD? Das ist die Bevölkerung und das sind 30% in Thüringen und das sind nicht alles Rechte, die dieses Gedankengut vielleicht haben, ja, da muss man die vielleicht anders mal abholen und nicht direkt verdammen und sagen, boah, Nazi, und überlegen, da ist irgendwas schiefgelaufen in Deutschland, da müssen wir überlegen, ob wir da was ändern an unserer Politik und durch Polarisierung bringen wir uns nicht weiter. Das ist ja, deshalb fand ich das ja ganz gut bei Harald Schmidt. Ich meine, über den ersten Teil von dem, was er gesagt hat, kann man streiten, aber der zweite Teil, dass er sagt, die sollen doch Politik machen, dass die Leute zufrieden sind, schon wählen sie nicht mehr AfD. Da hat er, es ist natürlich sehr runtergebrochen, aber er sagt im Grunde, was wir im hier... Im Prinzip ist das richtig. Was wir hier am Tisch sagen, ist genau. Eigentlich ist es eine Banalität. Ja, ne? Natürlich ist es eine Banalität, aber ist ja schlimm, dass man es überhaupt sagen muss. Ja, aber eins muss man jetzt auch sagen, die Politik besteht nicht nur aus Jugend- und Kinderpolitik. Ne? Wir haben ja auch noch eine Wirtschaftspolitik und wir haben Außenpolitik, wir haben alle möglichen Aspekte, die man in einer Gesellschaft organisieren muss. Du hast natürlich recht, dass die Frage der aus der Gesellschaft langsam rausfallen, denn das ist eine relativ große Zahl von Personen ist und was auf jeden Fall da was passieren muss. Das ist die Zukunft. Und es war allerdings auch so, dass wir vor 20 Jahren eine Jugendarbeitslosigkeit von 15% hatten oder so. Die ist jetzt auf absolut die Hälfte gesunken. Es gehen jedes Jahr 60.000 Schüler ohne einen Schulabschluss von der Schule, weil sie nicht richtig gefördert und nicht richtig ausgebildet werden. Und dann kommt dazu, und auch dieses Zeugnis habe ich gesehen, dass ein junger Mann in der Arche mit 17 Jahren einen mittleren Schulabschluss macht, nur mit 5 und 6 und in einer 1 in Kunst. Das heißt, er hat trotzdem einen Abschluss bekommen, wird dann von Unternehmen eingestellt zum Beispiel und kann nicht mal richtig lesen und schreiben.
bleiben. Ja, das heißt, wir müssen diese Kinder fördern. Das gleiche Problem haben wir mit Hunderttausenden von Flüchtlingen. Wir holen sie in unser Land, wir färchen sie nicht nur in irgendwelche, ich muss fast sagen, Lager, wo sie über Jahre zu Tausenden zusammen sind. Man färcht sie dann auf die Schulen, wo sie nur unter sich sind. Sie schaffen dann keinen Schulabschluss, lernen die deutsche Sprache nicht. Das alles sind riesengesellschaftliche Probleme, da können wir nicht reden. Wir haben auch noch ein bisschen Außenpolitik und Wirtschaftspolitik. Wir haben unzählige junge Menschen, die nicht ausgebildet werden, die keinen Beruf erlangen können, die nicht arbeiten werden können. Und das ist eine Bankrotterklärung unseres Landes. Da stimme ich ja voll zu. Ich will nur sagen, es ist nicht das Einzige, was wir in der Gesellschaft regeln müssen. Die Zahl der ausländischen jungen Menschen, die hier Flüchtlinge sind, das ist ja eigentlich im Prinzip eine Chance. Wir sehen ja, dass die Zahl der Geburten immer weiter runtergegangen ist. Viele Unternehmen klagen ja jetzt schon, dass sie keinen Nachwuchs mehr bekommen und dass deswegen also bestimmte Sachen gar nicht mehr funktionieren. Und da hätten wir ein Potenzial, wenn man da richtig anpacken würde. Das eben, um Fachkräfte einsetzen aber zu können. Aber das ist, glaube ich, nicht der Aufreger, den die Wählerinnen und Wähler dazu veranlassen, zu sagen, dass das System funktioniert nicht. Also stellen Sie doch mal vor, nur hier ein Bundespräsident. Okay, es gibt Gute, es gibt weniger Gute. Ein Bundespräsident Steinmeier stellt sich jetzt hin mit Vertretern der Wirtschaft und Gewerkschaften und sagt, wir brauchen 60.000 Facharbeitende jedes Jahr aus dem Ausland. Das heißt, was er bezwecken will, ich dachte, das wäre Geschichte und längst vorbei. Er holt gut ausgebildete Menschen aus dem Ausland nach Deutschland, die dann für weniger Geld hier arbeiten können. Das nenne ich eine Form von Neokolonialismus. Wir haben aber Hunderttausende dieser Facharbeiterkandidaten längst hier. Aber wir bilden sie nicht aus und wir wollen sie auch nicht ausbilden. Ich habe in einer Talkshow beim Deutschlandfunk mit einer bildungspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion hier im Abgeordnetenhaus gesprochen und die hat zu mir gesagt, naja, Herr Büscher, Brennpunktschulen muss es geben. Es gibt Gesetze, dass man wohnungsnah einschulen muss. Und wenn jetzt am Flughafen Tegel 7.000 Flüchtlinge sind, dann müssen deren Kinder alle auf 3 oder 4 Schulen. Dann habe ich gesagt, naja, Gesetze könnte man ändern. Nach der Sendung kamen sie zu mir und sagte, naja, Herr Büscher, wollen Sie, dass diese Kinder mit Ihren in eine Klasse und in eine Schule gehen? Das heißt, und das meine ich damit, der Staat will, dass bestimmte Kinder vergessen werden. Wir holen diese Flüchtlinge hier hin. Wir haben Angst auszusprechen, dass wir sie nicht haben wollen. Ich sage immer, wir haben nicht zu viele Flüchtlinge in unserem Land. Wir haben noch viel zu wenige. Aber sie färchen sie zusammen und sie werden ungünstig verteilt. Wenn in jeder Schule, und dann mache ich auch Schluss, wenn in jeder Schule der gleiche Anteil dieser Menschen wäre, würden wir überhaupt nicht spüren, dass diese Menschen hier sind. Sie würden Schulabschluss machen, unsere Kinder würden von deren Kultur lernen und umgekehrt aus und wir hätten keine Probleme mit Facharbeiterinnen und Facharbeitermangel. Und das ist eine hausgemachte Geschichte, die von großen Teilen der Politik gewollt ist. Aber da kommen wir vielleicht nach der Musik zu, dass Sie vielleicht mal, oder dass wir am Tisch hier diskutieren, warum denn gewollt, weil das ist ja sozialer Sprengstoff. Also da ist ja die Frage, stellt sich die Frage, warum ist das gewollt? Aber Katja, noch zu dem Thema direkt. Was? Ja, also ich sag mal so, in manchen, also die Flüchtlinge oder Migranten, wenn sie hier ankommt, die werden automatisch dorthin verschoben, wo, ich sage mal, die wenigste Bevölkerung noch Kraft und Macht hat zu protestieren. Und ich erlebe nicht, dass irgendwo im Villenviertel Flüchtlingscontainer aufgebaut wird. Entschuldigung, aber das erlebe ich einfach nicht, wenn sie wirklich gleich verteilt werden würden. Oder mal eine ganz andere Idee, Schulen für die Flüchtlinge, wo sie dann zuerst einmal Deutsch lernen, tatsächlich integrativ. Das können sie aber am besten lernen, wenn sie in Mischklassen gehen. Meinetwegen auch das. Auch in Ordnung. Aber wirklich, wo dann wirklich integrativ gearbeitet wird und nicht 100 Kulturen in 3 Klassen mit vielleicht 2,5 Lehrern. Ne? und einmal Satzlehrer, der so einmal reingerutscht ist. Das ist, ich sage mal, es hängt an allen Ecken und Enden. Das ist, wenn man Leute reinholt, die dann hier die Lohndrückerei betreiben sollen, machen sie ja nicht selber, das möchte ja die Wirtschaft mit denen machen, um hier die einheimischen Fachkräfte, die sie nicht ausbilden, und die externen Fachkräfte, sage ich mal so, gegeneinander auszuspielen, um dann zu sagen, okay, die sind schuld, dass ihr so wenig Lohn kriegt, beziehungsweise die sind schuld, dass ihr das im Sozialsystem so viel Abgaben leisten müsst, was ja dann auch wieder Schwachsinn ist.
Natürlich ist es sozialer Sprengstoff und das hat gleich zwei Vorteile, sage ich mal, fürs System. Ne? Einmal kann man die Probleme, die man auch allgemein, ne, also dass man das Land komplett verrotten lässt und nichts macht, keine Investitionen betreibt in die Gesellschaft, kann man dann schön auf die sogenannten Flüchtlinge denn abschieben. Und gleichzeitig kann man sich die Partei, die dann das System natürlich noch verschlimmern wird mit ihrer neoliberalen Politik, dann extra hochzüchten, mit der man dann angeblich nie koalieren will und das dann, ich gehe mal davon aus, in der nahen Zukunft trotzdem macht. Haha, Brandmauer. Also sprich, man fördert die AfD dadurch erst recht. Also da kommen wir gleich noch der Musik zu, weil also die Behauptung, dass man gar nicht will, die ist ja, ja, die möchte ich gerne erklärt haben. Aber wir machen erstmal eine Musik und können wir drüber nachdenken. Klaus, machst du eine? So Leute, da sind wir wieder. Wir sprechen heute über die Stimmung in Ost und West anlässlich der bevorstehenden Wahlen in Ostdeutschland. Wir haben ja was über den Chat, ich lese es kurz vor. Ohne die CDU wäre der Osten das Armenhaus Europas. Die DDR war ein einziger Schrotthaufen, mehr nicht, vergessen. Fragezeichen. Deutschlandfreundlich, wir haben gar keine Flüchtlinge, es sind Wirtschaftsmigranten. Und deutschlandfreundlich, Merkel, nicht alle Moslems sind Islamisten, aber alle Islamisten sind Moslems. So, wer möchte da am Tisch kurz drauf eingehen? Ja, das heißt, wenn Leute ihr eigenes Land verlassen, in dem sie glücklich sind, dann macht das schon was mit jemandem. Das heißt, die Leute gehen nicht freiwillig. Aber wenn wir bei uns mit den jungen Menschen sprechen, heißt es immer, bevor wir flüchteten, hat man uns gesagt, wir bekommen in Deutschland ein eigenes Haus. Wir gehen in eine vernünftige Schule. Das versprechen die sogenannten Schlepperbanden. Ja. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir pferchen einen Großteil dieser Flüchtlinge oder wie wir sagen, Menschen mit Fluchterfahrung. Zum Beispiel nehmen wir diese Stadt Berlin auf den beiden stillgelegten Flughäfen. Im Berlin Flughafen Tegel leben 5.000 bis 6.000 Menschen mit Fluchterfahrung. Das ist krank, wenn man das mal überlegt. Und ich gehe gern sonntags mal spazieren über den Flughafen Tempelhof. Und auch da wird die Länge dieser Schuhkartons, dieser Dosen immer länger. Was dort nicht erlaubt ist, dass es eine vernünftige Randbebauung gibt, dass es mehr Wohnungen gibt in dieser Stadt, das nicht. Aber sogenannte Blechdosen, in denen Flüchtlinge hausen, werden immer größer. Und natürlich müssen die Kinder, die dann dort leben, alle auf 1, 2, 3 Schule. Wir werden alle diese Kinder, ich kann das definitiv sagen, wir werden die Kinder mit Fluchterfahrung zu 100% verlieren. Ich habe nach einem Artikel, eine Titelgeschichte in der Bild-Zeitung vor einigen Tagen gesagt, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt in Deutschland und da müssen wir den Mut haben auszusprechen. Entweder kümmern wir uns um die Menschen, was ich persönlich für richtig halte, oder wir sagen, wir fordern einen Einreisestopp. Da muss man ehrlich sagen, was anderes gibt es bei uns nicht im Land. Und wenn Sie diesen Kindern jeden Tag in die Augen schauen, wenn Sie diesen Jugendlichen jeden Tag in die Augen schauen, und es sind Hunderttausende in unserem Land, dann macht das was mit einem. Dann liegt man nachts auch schon mal wach im Bett und denkt darüber nach, unter welchen Bedingungen diese Kinder leben müssen. Also warum gibt es, wenn ich die Stadt Berlin einmal nehme, keine Flüchtlingseinrichtung in Dahlem, kaum eine in Charlottenburg? Mich hat nach diesem Bild-Zeitungsinterview ein junger oder ein mittelalterlicher Marokkaner angerufen. Der hat gesagt, du, ich hatte das Glück, als wir geflüchtet sind, wir kamen nach Charlottenburg. Wir haben in einem Mietshaus gelebt, wo sonst nur deutsche Familien drin waren. Ich bin auf eine normale Schule gegangen. Ich habe mein Abitur gemacht. Ich habe studiert und bekomme jetzt einen neuen Job. Und dann hat er zu mir gesagt, ich wollte Ihnen für diese Worte nur einmal Danke sagen. Also das heißt, der Erfolg ist relativ einfach machbar. Wenn wir die Menschen über die ganze Stadt verteilen, werden viele dieser Kinder, weil sie haben Lust, sie wollen was erreichen, sie haben Lust zu lernen, sie sind intelligent. Und wenn diese Kinder oder wenn diesen Kindern auch eine Chance gegeben wird, sich vernünftig ausbilden zu lassen, etwas aus ihrem Leben zu machen, dann würden sie es tausendfach zurückzahlen. Und da wir es nicht tun, sage ich, es ist gewollt, dass diese Flüchtlinge abgeschoben werden, und zwar auch von der SPD, auch von den Grünen und auch von Teilen der Linken. Das ist eigentlich das Schlimme. Aber da muss ich natürlich nachfragen, wer hätte da Interesse dran, weil es fördert ja die Unruhen im Land, es fördert zum Beispiel, dass Parteien gewählt werden, die... Also, ja, aber wir ändern es doch nicht. Ja. Das heißt, die Leute wollen, und ich kann es sagen, aus unzähligen Gesprächen, ich habe mit Ricarda Lang gesprochen, wir hatten vor einigen Tagen Frau Göring-Eckardt bei uns im Haus. Frau Göring-Eckardt hat gesagt,
gesagt, ich habe dieses Problem mal, die Flüchtlinge besser zu verteilen, im Bundestag angesprochen. Die Leute sind mir an den Hals gesprungen, hat sie mir gesagt. Das ist nicht gewollt. Man will nicht, dass ihre eigenen Kinder diese Probleme bekommen. Man schiebt es auf die Menschen ab, die eh schon Probleme haben. Wenn denn das gewollt wäre, wie du gerade sagtest, warum sind dann keine Flüchtlinge in Dahlem? Warum sind keine Flüchtlinge in Grunewald? Warum sind keine Flüchtlinge in anderen wohlsituierten Stadtteilen? Das muss ich mal Ganz kurz, Jürgen. Dazu die wirklich die genaue Berliner Detailkenntnis, wo Flüchtlinge jetzt nun verteilt werden. Aber ich habe den Eindruck, dass der Senat da tatsächlich versucht, möglichst breit zu streuen. Das stimmt definitiv nicht. Ich weiß, dass in Charlottenburg jetzt auch ein großer Bereich, also für ein paar hundert Menschen da Platz geschafft worden ist, im Mierendorf-Kiez da. Und es daraufhin da erstmal Unruhe gab, das allerdings glücklicherweise so war, dass die Versammlungen da alle so waren, okay. Aber warum sind denn dann an den Schulen so viele Kinder mit Fluchterfahrung? Warum sind sie dann zu 95% zusammen? Die Politiker würden sich ja auch in gewisser Weise selbst schädigen. Ja, das habe ich. Das war ja meine Frage. Dass das tatsächlich so gewollt ist. Das ist ja offensichtlich, weil es widersprüchliche Kräfte gibt. Und es gibt genau die widersprüchlichen Kräfte in unserer Gesellschaft, die einen sagen, totalen Stopp, wir sollen überhaupt keinen mehr reinnehmen. Während andere sagen, das geht gar nicht, in unserer Verfassung steht das und das drin. Und außerdem haben wir eine humane Gesellschaft. Wir müssen und sollen auch Leute aufnehmen, denen es dreckig geht und es schlecht geht. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja etwas, was wir fordern. Ja, aber dann müssen wir gleichzeitig auch sagen, wir kümmern uns um diese Kinder. Und das ist doch nicht. Ich kenne aus meiner praktischen Arbeit, und das ist in München genauso wie in Frankfurt, wir haben in einer Arche in München-Moser, 99% Kinder mit Fluchterfahrung. Wir haben in Hamburg in einigen Stadtbezirken 90% Kinder mit Fluchterfahrung in unseren Häusern. Das heißt, da schicken die deutschen Familien ihre Kinder schon gar nicht mehr zu uns, weil es heißt, das geht. Wir haben ein Beispiel, das kann ich ganz toll, in Berlin-Hellersdorf bauen wir gerade eine Kita, weil die Kinder mit Fluchterfahrung bekommen keinen Kita-Platz. Und wisst ihr warum? Es heißt, brauchen die doch nicht, deren Eltern sind doch zu Hause. Das heißt, wir bauen zurzeit für 5,5 Millionen Euro aus Spendengeldern eine Kita, um dort 60 bis 70 Kinder mit Fluchterfahrung unterzubringen. Und wir versuchen gerade 20 Kinder aus Deutschland dort, damit es ein schönes Mischgebiet und die Kinder eben auch spielen, Deutsch lernen. Das heißt, man will überhaupt nicht, dass diese Kinder integriert werden. Warum wird es denn sonst nicht anders gemacht? Also meiner Meinung nach können wir vielleicht noch mal diskutieren, weil eben in bestimmten Gegenden die Leute keine Flüchtlinge wollen und finanziell potent sind und Anwälte beschäftigen. Und dann, ich habe das in Hamburg mal, da wohnen ein paar Bekannte von mir, ich habe das mitgekriegt in einer Gegend, wo Leute mit Geld wohnen. Da wurde prozessiert, ich glaube ein oder zwei Jahre, und dann war die Sache vom Tisch. Die Leute haben Anwälte, die nicht mehr locker lassen, und deshalb werden diese Flüchtlingsunterkünfte dahin gebaut. Aber ich glaube, da sind wir uns auch am Tisch alle einig. Die werden dahin gebaut, wo eben die Leute sich nicht wehren können. Aber, oder die sagen, es geht noch und wir können es, wir ertragen das. Ich kenne sehr viele Ereignisse in Ostdeutschland, wo offensichtlich die örtliche Bevölkerung auf die Palme gegangen ist. Wir wollen keine Flüchtlinge haben. Und glücklicherweise, sage ich, haben sie sich nicht immer durchgesetzt, sondern auch in Ostdeutschland sind Flüchtlinge untergebracht worden. Ja, danke. Die AfD hat ja eine ganze Menge dieser Gegendemonstrationen gerade organisiert. Ne? Da war das hat es auch gegeben. Darf ich noch mal ganz kurz was dazu sagen? Ich wollte einfach nur sagen, das Problem ist, einfache Lösungen und einfache Antworten auf komplexe Fragen bietet die AfD. Und die sagt natürlich ganz einfach, oh okay, ihr Deutschen, ihr seid was Besonderes, alle anderen, die sind schuld, dass es euch so schlecht geht, immer von oben herab andere nochmal schlechter machen und damit kommen wir weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 30-50% der ostdeutschen Bundesbürger so dumm sind, das nicht zu wissen. Es hat auch noch andere Gründe, warum diese AfD gewählt wird. Das sind Ängste. Und ich hoffe wirklich, dass Deutschland nicht so rassistisch ist, wie es aussieht. Ja? Das ist ja auch für Deutschland ganz negativ in der Außenwirkung. Es gibt Standortprobleme in manchen ostdeutschen Gebieten, weil man sagt, okay, da sind unsere Firmen... können sich da nicht ansiedeln, weil da wollen wir nicht hin. Die Leute sind rassistisch, ja.
Das ist, muss man sich auch mal überlegen. Und ist das den Wählern immer so bewusst? Kann man eigentlich überhaupt der Bevölkerung klar machen, wie es besser geht? Kann man eine wirkliche Alternative bieten? Denn die AfD bietet ja keine Alternative. Was muss getan werden? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Dinge versäumt worden sind. Wir sind uns alle einig, dass Prioritäten falsch gesetzt werden in der Politik. Wir sind uns, glaube ich, auch alle einig, dass die Politik unverständlich agiert und widersprüchlich agiert teilweise, hat auch mit Koalitionen zu tun. Aber wie kann man es anders machen? Ich möchte vielleicht aus diesem Gespräch auch mitnehmen, dass man vielleicht irgendwas, eine Perspektive sieht. Da kommen wir, das hatte ich eigentlich so geplant, dass wir dann, nachdem wir uns alle aufgeregt haben, dass wir dann mal irgendwie konstruktiv reden. Also okay, jetzt, ich habe hier schon wieder rausgehört, also die Bürger wurden nach der Wende sofort, ich kann es ja mal sagen, ich habe es ja live erlebt, von Kindheit, Jugend an auch live erlebt, direkt nach der Wende wurde man sozusagen sofort bevormundet. Es gab keinerlei Widerspruchsmöglichkeit dagegen. Also ich sage mal so, wenn man einfach mal so sagt, ach ja, den Ostdeutschen muss man halt mal klar machen, dass das so toll ist, dass man da Flüchtlingsheime hinbaut oder so. Und warum gehen dann die Firmen nicht dahin? Das ist alles so rassistisch. Nee, die Firmen gehen nicht dahin, weil es so rassistisch ist. Das wäre denen scheißegal. Denen ist wichtig, dass da Infrastruktur vorhanden ist, diese gratis die nutzen haben können. Angst, ihre eigenen Leute dahin zu schicken. Na, warten Sie. Und zwar, ich kann ja mal so erzählen, deswegen... Wie gesagt, ich komme ja aus Eisenhüttenstadt, eigentlich eine wunderbare Stadt, die aber allerdings nach der Wende mal so niedergerichtet wurde, sage ich mal so, ganz knapp am Aussterben vorbeigeschrammt ist. Allerdings aus dem Grund, weil man halt, weil unser Herr Kohl sozusagen... sich einen Scheißdreck drum gekümmert hat, dass das Werk gehalten bleibt, was der ganzen Stadt Arbeit gegeben hat. Es wurde schlagartig sehr viele Leute arbeitslos. Die deutsche Politik hat sich einen Scheiß drum gekümmert. Denen wäre es wirklich völlig egal gewesen, was aus den Menschen wird. Die Belgier haben das Werk in Eisenhüttenstadt aufgekauft und haben sozusagen noch einen winzigen kleinen Teil der Arbeitsplätze gerettet. Und gleichzeitig, ich habe es ja miterlebt, wurden in Ostdeutschland, ich sage mal so, da haben westdeutsche Bauernfänger rechter Natur versucht, groß abzusahnen. Und ich habe deren Werbeflugblätter praktisch auch, ich sage mal, wöchentlich in den Briefkästen gehabt. Wir hatten in der Schule auch Diskussionen darüber. Manche haben sich halt fangen lassen. Nicht von der AfD damals, das waren damals ganz andere Truppen. Und es gab damals auch tatsächlich noch diese Schlägertrupps, die sich dann gebildet haben. Also das ist heute, und die gibt es heute teilweise auch noch. Allerdings, wie gesagt, wenn man den, wenn man eine ganze Bevölkerung einmal Querschnitt rasiert, sag ich mal so, durch die Lebensläufe, die komplett abhängt, also ich sag mal so, als die Mauer dann weg war, sind nämlich von unseren ostdeutschen Städten ganz viele nach Westen gegangen. Wir waren auf einmal die Flüchtlinge. Ich habe selber, also die Hälfte meiner Familie ist auch nach drüben gezogen und die mussten sich dann dieselbe Scheiße anhören, die sich sozusagen hier die Neuankömmlinge anhören müssen, von wegen andere Kultur, gar nicht integrierbar, gar nicht kompatibel mit uns, also mit den Bessis, ja, in Anführungsstrichen. Was sozusagen die Hälfte meiner Familie erzählen kann in Sachen Ausländerfreundlichkeit, weil wir waren tatsächlich Ausländer für die Wessis. Da kann ich dann auch schon mal so sagen, ja, das ist, die sind einem Ossi gegenüber genauso unfreundlich wie einem Schwarzafrikaner. Also, willst du da darauf reagieren? Ja, ich koche jetzt ehrlich gesagt. Ich merke schon. Aber es ist meine Erfahrung und die meiner Familie. Ich wollte noch was dazu sagen. Man kann auch an zum Beispiel Eisenhüttenstadt, man kann es auch dazu sagen, die haben direkt vor die Nase gekriegt, einen
ein Flüchtlingserstaufnahmelager. Und da haben wir, ich sage mal, dieses Lager hatte auch lange keinen guten Ruf, wahrscheinlich auch jetzt eher so mittel. Ich habe da auch lange Zeit noch gewohnt, haben wir dann immer die Neuankömmlinge durch die Stadt ziehen sehen und sich alles angucken sehen. Und sozusagen so kommt man mal mit allen Kulturen in Kontakt, ohne die Stadt zu verlassen. Aber ein Phänomen ist zu betrachten, die bleiben nicht da. Die bleiben nicht da, eben weil sie keine Arbeit finden bei uns und weil sie in die Großstädte wollen. Unsere, wie gesagt, ist so eine winzige Kleinstadt, in der es zwar halbwegs erhaltende Infrastrukturen gibt, Schulen, gute Schulen, aber das ist nicht von Interesse für die Neuankömmlinge. Die wollen tatsächlich in den Westen, die wollen tatsächlich nach Berlin oder generell in die Großstädte, und weil sie dort meinen, Arbeit zu finden, oder ihre Verwandten leben schon dort oder. Oder die also ist eine Durchgangsstation. Die Leute, die bei uns bleiben, es gibt ein paar Familien, die bleiben tatsächlich da, die entscheiden sich, sind sehr wenige, aber deren Kinder landen dann auch in den Schulen, sind eine Minderheit in den meistens noch deutschen Klassen, bringen ihre eigene Kultur mit, werden integriert, kommen dann nachher meistens raus als gut integrierte Leute. Und wenn sie, ich sage mal so, wenn die Eltern und die das geschafft haben, den deutschen Pass zu bekommen, dann sind das hier integrierte Deutsche. Aber das funktioniert nur, solange, wie gesagt, nur solange man sich, also wir haben immer noch eine gute Lehrerschaft, kann man, sehen wir mal, aber eine gute Lehrerschaft, wir haben auch den Willen zu integrieren, und ich sage mal ganz böse, wir sind immer noch in der Mehrheit dort, in dieser kleinen ostdeutschen Stadt. Und deswegen haben die ganz Rechten auch nicht den großen Erfolg. Auch wenn da AfD und so weiter ein bisschen höher am Level ist. Aber hier, du hast es richtig gesagt, wenn zu wenig Lehrer, zu wenig wirklich Integration stattfindet, wenig Willen da ist. Wir haben es ja aus der Not heraus, also ich habe ja gesehen, aus der Not heraus werden die mitgezogen. Hier wird nichts getan. Also hier wird ist alles von privaten Initiativen abhängig. Darf ich dich kurz unterbrechen? Also macht es die Stadt tatsächlich. Gut. Also dass wir alle irgendwie einmal, also dass wir uns so fassen, dass wir alle ich habe jetzt lange nicht gesprochen, deswegen. Also, das war jetzt ein bisschen zu lang, finde ich. Und ich koche jetzt innerlich. Ja, ist doch schön, wenn die Integration in Eisenhüttenstadt funktioniert. Ist doch schön. Vielleicht auch deswegen, weil die nach Berlin gehen und dann hier zu viele sind und es deswegen hier nicht funktioniert. Wenn bei uns alle bleiben würden, also, wären wir eine 100.000 Leute Stadt und die Deutschen wären tatsächlich in der Minderheit. Und dann würde es auch nicht mehr funktionieren. 50.000 Flüchtlinge sind nicht in wenn die alle da bleiben würden, wenn man sie alle da lassen würde, alle, die ankommen. Also die Zahl haut nicht hin. Also worüber ich innerlich gekocht habe, ist hier diese Generalabrechnung. Die DDR, die war ja eigentlich gar nicht so schlecht, und dann kam der Westen und dann ist alles kaputt gemacht worden und dann ging es uns schlecht. Also die Bildung das hatten war ausgezeichnet. Du hast wirklich hier das Bild vermittelt, dass Ostdeutschland in Westdeutschland einmarschiert ist und alle Posten übernommen hat und die armen Ossis dann, weil alles zusammenbrechen ist, sich woanders. Nein, umgekehrt. Ja? Hier ist also alles zusammengebrochen worden. Hier hatten wir auch so einen Chatbeitrag. In welcher wirtschaftlichen Situation ist die DDR im Jahr 1988, 89 gewesen? Und dass alle Wirtschaftsanalysten sind zum Ergebnis gekommen, dass sie stehend K.O. war, die Wirtschaft, die DDR-Wirtschaft. Die Städte, die ostdeutschen Städte, ich kenne mich sehr gut aus. Ich habe ostdeutsche Verwandte, ich bin wirklich viel hin und her gereist. Die sahen erbärmlich aus. Da sind die Häuser zusammengefallen, weil kein Baumaterial dazu da war, diese Häuser wieder in Ordnung zu bringen. Also, und die Stimmung in der DDR war auch nicht so, dass sie gesagt haben, eigentlich müssen wir jetzt nur einen kleinen Dreh machen und dann geht es uns allen gut.
Und dann kamen die Wahlen am 18. März 1990 und die DDR-Bevölkerung hat sich für diese Regierung entschieden, die dann einen schnellen Anschluss an Westdeutschland praktiziert hat. Da nicht die Opposition, sehr gute Kampagne nicht die Opposition. Ich unterbreche das heißt, euch jetzt mal, weil wir kommen vom Thema ab. Sehr gute Verbildungskampagne. Das hängt mit dem Thema zusammen. Das ist die Frage, wie ist es, was für eine Identität haben die Menschen, die jetzt in Ostdeutschland leben? Ist da vielleicht noch irgendwas hängen geblieben von früher? Natürlich bleibt etwas hängen. Also bevor, man glaubt gar nicht, was alles so in den persönlichen Familienleben alles hängen bleibt und in nächsten Generationen transportiert wird. Und wenn das in kollektiver Art und Weise gemacht wird, dann ist das ganz logisch so. Es ist immer noch etwas von Ostdeutschland zurückgeblieben in der heutigen aber Diskussion. Natürlich. Davon bin ich fest überzeugt. Es ist auch ein gesellschaftspsychologisches Problem. Man muss sich das mal vorstellen. Einfach die Geschichte dieser beiden deutschen Staaten, die vollkommen unterschiedlich war. Ich habe auch meinen Mann kennengelernt, der ehemals DDR war. Ich bin ganz im Westen, fast Niederlande aufgewachsen, also an der holländisch-deutschen Grenze. Bin nach Berlin gekommen zu Wendezeiten, habe am OSI studiert, war sehr interessant, gerade in der Zeit 89, 90 zu studieren, wo dann auch von der Humboldt-Uni Leute kamen und man den direkten Austausch hatte miteinander. Und klar, rein ökonomisch war die DDR, die Industrie wirklich die Wirtschaft hat nicht mehr funktioniert, das war klar, die waren im Kollaps. Aber andererseits, wenn man dort gelebt hat und gearbeitet hat und sich eingebracht hat und ja auch nicht faul war und auch nicht dumm war, natürlich fühlten sich viele Leute übergangen. Ja. Sie fühlten, dass ihr ganzes Leben auf einmal nichts mehr wert war. Das ist nicht nur ein Gefühl gewesen. Ja, teilweise, sie waren auch zum großen Teil arbeitslos, nicht alle. Es gab auch genug, die nie arbeitslos waren, obwohl sie in der DDR gelebt haben, die es geschafft haben, dann dort direkt weiterzumachen. Es ist ja nicht so, dass alle DDR-Bürger auf einen Schlag arbeitslos waren. Das stimmt ja nicht. Nee, das nicht. Aber wie gesagt, das sollte man nicht als Errungenschaft irgendwie herausheben vom Westen. Dass jetzt auf einmal nicht alle Ossis arbeitslos waren. Aber das hörte sich gerade so an. Es hörte sich gerade so an, als wenn alle fremdbestimmt gewesen wären. Von der Fremdbestimmung Drittes Reich, Fremdbestimmung DDR, Parteiapparat, Fremdbestimmung BRD. So hörte sich das gerade an, ganz pauschal böse gesagt, was du erzählt hast. Und deswegen es gab ja Leute, die haben sich gegen diese Fremdbestimmung gewehrt. Es gab ja Leute, die haben wirklich Hungerstreiks in den Betrieben gemacht, weil sie nicht wollten, dass ihre Betriebe abgewickelt werden. Würde und sie danach arbeitslos werden. Liebe Katja, ich würde das jetzt mal abkürzen, dass wir wieder zum Hauptthema kommen, würde ich euch drum bitten, weil das können wir, glaube ich, ich verstehe deine Position total gut, und aber wir müssten wieder zum Hauptthema zurückkommen, weil wir haben ja, also ich habe dich jetzt so verstanden, dass wir unter anderem auch deshalb zum Beispiel die hohe Zustimmung für die AfD haben, weil die Leute auch noch eine alte Rechnung offen haben. Habe ich das richtig verstanden, wenn ich das mal so zusammenfassen darf? Also es ist jetzt nicht nur... Gut, okay, gut. Dann haben wir das jetzt, also so habe ich das auch verstanden, und das ist ja zum Beispiel auch unter anderem Grund, warum die AfD so stark ist, dass die Leute sagen, wir haben noch eine alte Rechnung offen. Vielleicht hier nochmal... Wenn 60% der Bevölkerung entscheiden, was 44% der Bevölkerung zu essen bekommen, und nichts anderes ist ja, was wir hier machen. Wir haben alle gute Gehälter, wir haben fette Pensionen und entscheiden darüber, wie Flüchtlinge verteilt werden. Wir entscheiden darüber, wer wo zu leben hat. Wenn viele Menschen vertrieben werden aus den Innenstädten, dann ist ja logisch, dass sich irgendetwas verschiebt und dass das dann keine gesunde Verteilung mehr ist. Wir bauen viel zu wenig Wohnungen, wenn man ehrlich ist. Wir holen weitaus mehr Menschen in unser Land, als wir Wohnungen zur Verfügung haben. Ich hatte das gerade schon mal gesagt, die Leute, die eine Wohnung haben, entscheiden dann darüber, am Flughafen Tempelhof, dass die Leute, die keine Wohnung haben, auch keine Wohnung bekommen. Das heißt, irgendwann werden sich die ausgegrenzten Menschen melden. Und das sind inzwischen in Deutschland rund 40%. Und wenn diese Menschen irgendwann sagen, so, stopp, jetzt haben wir die Nase voll, dann ist es richtig, dass sie auf die Straße gehen und den ganzen Laden dicht machen. Ich würde wahrscheinlich genauso handeln, wenn ich so leben müsste. Und was wir machen müssen, ich sehe es ja positiv, und das machen wir in den Archen, wir kämpfen um die Rechte der Familien, wir kämpfen um die Rechte der Kinder. Wir haben kürzlich, weil wir das normalerweise gar nicht machen, eine Lebensmittelausgabe
gemacht, in Berlin-Hellersdorf. Das heißt also, wir haben öffentlich gesagt, wer Lebensmittel haben möchte, kann zu uns kommen. Und wir haben 1.500 Familien gehabt, die Schlange standen, bis zu 3-4 Stunden gewartet haben, um ein Lebensmittelpaket für 60 Euro zu bekommen. Und das alles sind Dinge, die passieren vor unseren Augen. Da freuen wir uns mit einer fetten Rente oder Gehalt oder Pension und sagen, naja, guck mal, was geht's uns doch wohlig gut hier. Schade, dass es den anderen vielleicht nicht so gut geht. Wir müssen alle Menschen in die Erfolgsspur zurückholen. Wenn wir das nicht tun, geht unser System kaputt. Also da sind wir uns, glaube ich, am Tisch alle einig. Da können wir uns drauf, können wir uns alle drauf einigen, dass, dass es nicht geht, dass dass die eine Seite an den Rand getrieben wird und die andere bestimmt, was Sache ist. Und jetzt würde ich Jürgen vielleicht mal bitten, weil wir wollen ja heute auch vergleichen, die Stimmung in Ost und West, mal ein paar Umfragen vorzulesen. Und du hast mir vorhin erzählt, du hast auch Umfragen aus dem Westen, wenn jetzt Landtagswahlen wären im Westen. Ja, ganz neue Zahlen, Landtagswahlumfragen. Jetzt muss vor ein paar Tagen erst gemacht worden sein und es ist hier ganz eindeutig, also es wird ja jetzt hier in Ostdeutschland, in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen gewählt und in Thüringen und in Sachsen wird die AfD zurzeit auf 30% geschätzt, in Brandenburg etwas weniger auf 24%. Und wir haben ja noch gar nicht über die neue Gruppierung Bündnis Sahra Wagenknecht gesprochen, die sind in Brandenburg bei 17%, in Sachsen bei 11 und in Thüringen bei 19. Ich würde die jetzt auch noch in gewisser Weise mit einbeziehen, was Protestpotenzial betrifft. Das ist also erheblich, wenn man das jetzt mit den Zahlen in den westdeutschen, ja, genau, in westdeutschen Ländern vergleicht. In Baden-Württemberg kommt die AfD auf 15%, also ungefähr auf die Hälfte dessen, was sie in Sachsen und in Thüringen erzielen kann. In Berlin bei 12, Bayern 11%, Hamburg 9, Hessen 16 und Nordrhein-Westfalen 11, Rheinland-Pfalz 12, Saarland 10, Schleswig-Holstein 12, also ungefähr die Hälfte, kann man sagen. Ja, sogar gut, etwas weniger als die Hälfte, aber immerhin auch ein ganz erhebliches Potenzial. Aber da würde ich sagen, man kann das ja dann so, weil, also ich habe so verstanden, wie gesagt, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten gerade, die Ostdeutschen haben noch eine alte Rechnung offen, die sagen, okay, jetzt erst diese Abwicklung von uns, diese Fremdbestimmung und jetzt sollen wir auch noch dieses und jenes und jetzt haben wir die Schnauze voll. So, das würde ich sagen, könnte ja ein Grund sein. Oder hat jemand vielleicht hier noch einen anderen Grund, ja, auf Lager? Wenn sich Protestparteien formieren, dann sind die Menschen doch unzufrieden, ja, mit sich selbst und mit anderen. Und dass das irgendwann passieren wird, ist eine ganz logische Konsequenz. Und wenn die Unzufriedenen irgendwann mehr werden als die Elite, wenn man sich mal überlegt, zum Beispiel den Unterschied bei uns im Land zwischen Renten und Pensionen, die sind fast krank. So viel mehr kassieren ehemalige Beamte an Pensionen. Wir sehen in Supermärkten Familien, die betteln gehen. Wir sehen bei uns in den Archen Familien, die fragen, habt ihr was zu essen? Wir haben Mütter bei uns in den Häusern und wir reden von Tausenden von Müttern, die mittags nicht essen, damit sie ihre Kinder abends satt bekommen. Wir haben Kinder, die bekommen morgens kein Frühstück, gehen in die Schule und ohne gefrühstückt zu haben. Wir haben eine Bitte von einem Hamburger Gymnasium bekommen, für 200 Kinder ein Frühstück zu liefern, weil diese Kinder ungefrühstückt in die Schule kamen und sich nicht konzentrieren konnten. All das sind doch Katastrophen. Und das findet bei uns statt, indem wir alle mit fetten Mägen am Rand sitzen und gucken, wie die Leute, die leiden, dann auch irgendwann noch immer weniger bekommen. Ich kann wirklich hier nur sagen, und ich erlebe dieses Elend jeden Tag, und ich liege manchmal abends wach im Bett und denke darüber nach, wie schlecht ging es wieder einer Mutter, wie schlecht ging es einer Familie. Man schiebt deren Kinder ab auf ebenfalls schlechte Schulen, weil ja die Eltern sich nicht um die Förderkreise, oder es gibt an diesen Brennpunktschulen keine Förderkreise. Ich war kürzlich an einer Schule in Dahlem an einem Wochenende eingeladen und da habe ich gesagt, oder man hat mir gesagt, ich sollte einen Scheck bekommen. Ich hatte keine großen Lust, den Sonntag zu opfern, bin aber hingefahren und habe einen Scheck bekommen von 25.000 Euro. Das heißt, das war ein Förderkreis der Eltern. Diese Förderkreise gibt es an den Brennpunktschulen nicht. Gehen Sie mal in eine Brennpunktschule und gucken,
gucken sich die Toiletten an, die Klassenräume an, den Schulhof an, das Ganze rumherum. Da sitzen überforderte Lehrerinnen und Lehrer. Und all das nicken wir mit dem Kopf ab. Wir haben ein zweigeteiltes System in Deutschland. Und ich bin kein Linker, muss ich wirklich sagen. Mhm. Aber ein System funktioniert nicht, wenn wir einigen wenigen alles geben. Und da müssen wir inzwischen etwas gegenstellen und sagen, wir müssen zumindest unsere Kinder insoweit fördern, und ich meine alle Kinder, die hier in Deutschland sind, dass sie eine Chance haben auf ein selbstbestimmtes Leben. Das habe ich mit Transferleistungen nicht, das habe ich mit Bürgergeld nicht. Wir müssen einfach mehr für diese Kinder tun und dürfen nicht zulassen, dass bestimmte Minderheiten sich vom Dreck auf der Straße oder von irgendwelchen großzügigen Sponsoren ernähren dürfen. Ich wollte mal sagen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Kommentar, der so über die DDR gehetzt hat, in der DDR hätte sowas nicht stattgefunden, dass Schulen verrotten und irgendwelche reichen Leute sich zusammentun und dann, also ich sage mal so, das ist, Bildung war für alle da. Und da ist auch der Ärmste oder die Ärmste aus der wirklich, aus der Proletenfamilie denn zum Studium zugelassen worden. Warum hat die DDR-Bevölkerung dann das System abgesägt, wenn das alles so Entschuldigung, betrachten Sie mal, wie Herr Kohl mit seiner Truppe den Spruch, wir sind das Volk, so umgedreht hat, so nach dem Motto, wir sind ein Volk, und dann die Wiedervereinigung so massiv gefördert hat, dass er dann nochmal gewählt werden durfte. Das ist Geschichtskritierung. Nein. Ich würde Ihnen raten, also wirklich nochmal zu gucken, wer dann reingegrätscht ist in den DDR-Wahlkampf und sich dann, dadurch haben wir ja auch die... Aber Jürgen, bevor ihr euch jetzt streitet, das wollen wir gar nicht... Das wollte die Bevölkerung also, zum Anfang gar Jürgen, nicht. Nee, wir können Moment, uns lange darüber unterhalten. Nee, aber ich frage jetzt mal, nein, jetzt hier Schluss. Ich frage jetzt, so von der DDR, aber du bist das ja, Ding ist, das tatsächlich, sowas hätte es nicht gegeben. Man hätte die Schulen nicht so verrotten lassen. Ja, man hätte die Jugend auch ausgebildet. Die Frage ich glaube, ich du bist glaube ja es gab in der DDR Grün. Ganz viele Gebäude, die ziemlich verrottet waren. Und wenn zum Beispiel die Kraftwerke nicht in der Lage waren... Es ging um die Menschen nicht oder nicht darum, Es ging auch darum, dass zum Beispiel die Kraftwerke keine Filter gehabt haben. Die Umweltverschmutzung ist in der DDR das hatte, in den, ja, da kommen aber jetzt, das hatte man im Westen worden. Auch erst, als die Bevölkerung auf der Straße war. Jetzt muss ich hier mal umzuschauen. Jetzt ist Schluss. Jürgen, machen wir mal eine Musik. Das ist eine gute Idee. Hau rein. Hau rein, Klaus. So Leute, wir sind wieder da. Wir sprechen heute über die Stimmung in Ost und West. Wir haben gerade gehört, die AfD, wenn wir uns mal auf die besinnen wollen oder konzentrieren wollen, die sind also im Westen halb so stark wie im Osten. Da haben wir rausgearbeitet. Die Ostler haben vermutlich noch eine Rechnung offen von früher. Wir haben von unserem Rockradio-Chef eine Frage. Oder vielleicht stellt sie die mal eben und dann kommen wir noch mal auf die Kindergrundsicherung zu sprechen. Ja, eine Frage oder eine These in die Runde reinwerfen. Also ich gebe natürlich Wolfgang von der Arche vollkommen recht. Mit den Kindern ist eine Katastrophe. Eins der reichsten Industrieländer der Welt sollte sich sowas nicht leisten und sollten sich da auch schämen. Ich denke aber, dass gerade die Leute, die das betrifft mit der Kinderarmut, dass das wahrscheinlich ein ganz geringer, kleiner Anteil der Leute ist, die die AfD wählen, wenn sie überhaupt wählen gehen. Weil, wenn man sich mal die Wahlergebnisse angeguckt hat nach der Europawahl, wie braun ja die ehemalige DDR ist, da sind ja ein paar mehr. Und ich habe neulich, ich weiß gar nicht, ob es ein Spiegel Online war oder so, eine These gelesen, dass die AfD die Rache des Ostens ist. Ja. Kann man so sehen. Ich wollte jetzt mal eben noch auf die Kindergrundsicherung zu sprechen kommen. Und zwar, wir haben ja eine grüne Familienministerin. Und ich darf das hier verraten, du bist ja bei den Grünen. Und da frage ich dich, also die Kindergrundsicherung ist von, was war das zuerst? Ja, man hat ja angefangen, eine Kindergrundsicherung. Frau Paus wollte 12,5 Milliarden. Hm. Dann hat sie sich von einem Christian Lindner runterhandeln lassen auf 8 Milliarden. Dann hat Frau Paus plötzlich gesagt, 2,6 Milliarden ist auch okay. Das heißt, diese Frau hat überhaupt keine Ahnung,
Ahnung von dem, was sie tut. Und von diesen 2,6 Milliarden sollten auch noch 500 Millionen Euro runter für einen aufgemotzten Beamtenapparat, von denen wir eh schon viel zu viele haben. Das heißt also, wenn man so etwas hört, von 12 Milliarden auf 6 Milliarden auf 2 Milliarden und weniger, dann scheinen unsere Kinder dem System doch nichts wert zu sein. In Deutschland werden Kinder unterstützt, deren Eltern reich sind. Wir haben eine Archemutter bei uns, deren Kinder sind deutsche Fechtmeister im Jugendbereich, 16, 17 Jahre alt geworden. Und dann brauchten sie Geld natürlich von der Mutter, um an irgendwelchen Camps teilzunehmen. Da verdient man nicht so viel Geld wie in der Fußball-Bundesliga. Und dann mussten sie ihre Karriere dran geben. Und man hat dann für die Europameisterschaften halt den zweiten und den dritten genommen, weil die Eltern mehr Geld zur Verfügung hatten. Und das merkt man auch am schlechten Abschneiden der ganzen Leistungssportler, die wir in Deutschland haben. Das heißt, Kinder sollten doch alle die gleiche Chance haben, egal was sie für Eltern haben. Manche Kinder haben das Pech, dass sie im falschen Moment hier gerufen haben. Und gerade wir mit besseren Jobs, mit mehr Geld, müssen uns doch darum kümmern, dass wir eben auch die Kinder fördern, die aus anderen Familien kommen. Und das machen definitiv auch die Grünen nicht, so, muss man deutlich sagen. Moment, er muss ja Gelegenheit kriegen, sich zu rechtfertigen, weil ich frage mich natürlich auch, ich glaube, das hat Katja vorhin gesagt, die Grünen haben ja mehr Wählerstimmen als die FDP. Das heißt, die FDP kann sich ja nicht in der Koalition aufspielen, dass sie irgendwie bestimmt, dass Frau Paus keine Gelder für ihre Kindersicherung kriegt. Also ich gehe mal davon aus, die Kindersicherung ist gestorben, die werden wir nicht mehr kriegen. Du als Grüner hier am Tisch, wie kann das sein, dass sie da einknickt? Du kennst sie nicht persönlich, ja, ich weiß. Aber ja, doch, ich kenne sie sogar persönlich. Ja, gut, sie dann ist kannst, ja sogar in ja meinem Wahlkreis, ich habe sogar für sie Wahlkampf gemacht. Dann, ja, bitte dann. Gibt man sich mal die Hand. Aber ansonsten bin ich natürlich nicht Beamter im Bundesfamilienministerium und habe die Diskussion da hautnah miterlebt. Wir haben hier zurzeit eine sehr schwierige Regierungskoalition. Das muss man sich ja noch mal vorstellen. Das sind drei Partner, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollen, aber zusammengekommen sind, weil es keine andere Alternative gibt. Die Alternative war nämlich, die ist abgewählt worden oder die ist dann nicht mehr gemacht worden. Das war die sogenannte Große Koalition zwischen der SPD und CDU. Diese drei Partner haben sehr unterschiedliche Positionen und nur ist Lisa Paus nicht die Finanzministerin, sondern sie ist die Familienministerin und Lindner ist der Finanzminister. Und es gibt ja nicht nur die Gefechte um Geld, Etat, was Familienministerium betrifft, sondern es gibt andere Ministerien, denen jetzt im Anblick dieser Haushaltskürzungen, die da es geht drohen, um Kinder. Ja, es geht um Kinder. Es und bleiben wir mal beim Thema. Es geht auch um das Kinderthema. Es geht um die nicht, Zukunft. Das heißt konkret, man streitet sich um die zu kurze Decke. Und dann bleibt natürlich, der Verteidigungsminister schreit jetzt auch gerade, also ich habe da ganz andere Pläne gehabt und jetzt ist mir das Geld zusammengestrichen aber worden. Das Auswärtige Amt muss nach Diktat von Lindner oder nach Vorschlag von Lindner einsparen. Das Entwicklungshilfe oder Ministerium heißt nicht mehr so, glaube ich, wirtschaftliche Zusammenarbeit ist massiv mit Kürzungen bedroht und das alles liegt natürlich an dieser, ja, der schwierigen Prioritätensetzung. Aber das erzählen Sie mal hungernden Kindern. Jetzt kannst du natürlich sagen, hat die Familienministerin schon mal einen Fehler gemacht, indem sie erstmal so eine hohe Zahl von 12 Milliarden rausgehauen hat. Ich kann es nicht beurteilen, okay, ob die Zahl zu hoch ist oder nicht. Im Prinzip muss man viel Geld in die Jugend, in die Kinder investieren. Das ist schon vollkommen richtig. Aber was dann passiert ist, ja, was soll sie machen? Sie kann jetzt zurücktreten. Die Bündnisgrünen könnten auch überlegen, aus der Koalition auszutreten. Aber wem wäre damit geholfen? Was würde dann passieren? Das Problem ist, ich muss fast weinen, wenn ich dich so höre. Also, weißt du, du erzählst mir, alle Koalitionspartner waren hochambitioniert, ob es die FDP war, ob es die SPD war, ob es die Grünen waren. Die wollten die Fortschrittskoalition sein, Deutschland nach vorne bringen. Alle mussten federn lassen und alle sind ganz unschuldig daran und alle wollen nicht wiedergewählt werden. Oder was ist da los? Also manchmal frage ich mich, warum? Ich weiß, es ist schwierig mit dieser Koalition, aber wenn doch das Ergebnis sein wird, dass alle verlieren, dann ist doch keinem geholfen. Wie meinst du das, dass alle verlieren? Es verlieren alle Koalitionsparteien.
Da sind sie aber ein bisschen selber dran schuld. Es verlieren doch alle. Es verlieren alle an Wählerstimmen. Das durch die Bank. Das ist doch Fakt. Also bleiben wir jetzt mal hier konkret. Ich glaube nicht, dass es richtig wäre, wegen dieser Kindergrundsicherung, dass ein wirkliches Projekt der Bundesgrünen Ministerin gewesen ist, dass dies ein Grund wäre, die Koalition zu verlassen. Nee, das sehen die Kinder anders. Definitiv. Das gehen Kinder. Diese letzte Kindergrundsicherung würde bedeuten 30 Euro im Monat für eine Familie mehr. 30 lächerliche Euros. Und wenn man sieht, was parallel in die Rüstungsindustrie gepumpt wird, in andere Länder, wir vergessen unsere eigenen Kinder. Wir schmeißen sie auf den sozialpolitischen Müllhaufen. Das muss man auch mal ehrlich und deutlich sein. Und einer dieser Handlanger sind die Grünen. Das muss man auch mal ganz, auch wenn sie sich von Herrn Lindner haben erpressen lassen. Natürlich hätte Frau Paus das lieber gemacht. Aber ich habe meine Frau Paus getroffen bei uns in der Arche. Sie hatte lediglich Interesse, mit einem Journalisten schöne bunte Bilder mit Kindern zu machen. Und dann war sie wieder weg. Auf eine innerliche Diskussion hatte sie überhaupt keine Lust und überhaupt keinen Bock. Und wenn Kinder diese Diskussion hören würden, wenn Kinder, die zu wenig haben, wenn Mütter, die mittags nicht essen, damit sie ihre Kinder abends satt haben, wenn die hier zuhören würden und wenn die uns dann alle sehen mit fetten Gehältern und Pensionen und Renten und so weiter, die ticken dann schon mal ganz anders. Und was erzähle ich denen eigentlich in der Arche? Ja, ja, ihr müsst das verstehen, der Herr Lindner, und da gibt es ja auch noch die Außenpolitik und wir brauchen Waffen, 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 das ist auch noch ganz wichtig. All das, darüber müssen wir mal nachdenken, auf was für einem Niveau wir hier diskutieren. Ich hoffe, dass Flüchtlingsförderung, da reichlich drüber nachgedacht wird. Fluchtförderung wird betrieben, nicht Flüchtlingsförderung. Ne? Also, hat ja so dazu hat noch Eindruck, irgendwie ja. Zu der grünen Familienministerin. Wir wollen die jetzt nicht, es hängt ja nicht alles an der grünen Familienministerin. Also ich glaube, da sind wir uns alle am Tisch einig, dass wenn wir eine andere Familienministerin hätten, dass es den Kindern wahrscheinlich auch nicht besser gehen würde. Aber die Grünen sind schon eine Partei. Ich gebe zu, dass ich meine Zeit lang mit ihnen sympathisiert habe. Aber sie machen ja alles heute anders, als was sie eigentlich versprochen haben. Natürlich. Wer heute grün gewählt hat, der hat irgendwo in eine Wundertüte gegriffen. Das stimmt schon. Eine Partei, die sich komplett verändert hat in allen anderen Bereichen. Das stimmt schon, aber ich gehe mal davon aus. Sollten wir mal im Einzelnen durchdeklinieren und dann würden wir mal überlegen, ob das stimmt, was du da sagst. Selbst Frau Baerbock hatte noch irgendwas mit Frieden auf ihren Wahlplakaten stehen und zack, macht sie was anderes, sobald sie an der Macht ist. Also die Grünen sind... Was meinst du? Ist das eine Kriegsministerin oder was? Ich glaube, da kann sich jeder selber ein Bild drüber machen. Ja, das finde ich auch. So. Ja. Aber das Ding ist, ihr habt jetzt ein Phänomen beschrieben. Ich sage mal so, ich habe ein bisschen auf dem Wahlzettel die Option vermisst, Lindner als Finanzminister nicht wählen zu müssen, beziehungsweise die Leute, die jetzt auf Ministerposten sind, die konnte ich ja nicht direkt auf Ministerposten wählen. Beziehungsweise ich konnte nur zwei Sachen ankreuzen und nachher wurde ausgekungelt, wer denn mit wem zusammen die Politik versaut. Also ich glaube, die parlamentarische Demokratie hat schon ein paar Macken, die man vielleicht mal ausbügeln sollte. Aber eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar, ja, ich weiß, ich fange noch mal an, aber die AfD ist nur so erfolgreich im Osten, nur falls sich einer die Frage stellt, ich sage mal so, weil da eine andere Partei, die mal auch sehr stark im Osten war, nach der Wende und auch noch ein, zwei Jahrzehnte danach, das war die Linke. Und die Linke hatte mal tatsächlich die Interessen der Ostdeutschen vertreten, da wo sie gewählt wurde. Und das hat sie irgendwann, ist da nichts mehr von übrig geblieben. Da ist dann das Phänomen, was dann auch bei den Grünen mal war als Friedenspartei, die sie heute definitiv nicht mehr ist, spätestens seit dem Jugoslawienkrieg. Und die Linke hatte so abgebaut, dass sich die AfD genau in die Themen reinsetzen konnte und genau die Themen okkupieren konnte, mit denen die Linke mal erfolgreich war. Und genau die Stimmen hat sie sich gekrallt. Okay. Und jetzt ist die AfD so stark,
die hat ein Parteivorfeld, die hat Propagandisten, die hat Social Media in Beschlag und so weiter und so fort. Und wozu nutzt die AfD diese Social Media jetzt im Wahlkampf, um die andere Protestpartei, die sich ja jetzt natürlich erstmal bildet, auch erstmal anzugreifen? Die haben im Grunde genommen, wenn man das Parteiprogramm liest, im Grunde genommen schlimmer als die FDP, schlimmer als die CDU, schlimmer, ich möchte nicht sagen, ja okay, aber gut, also teilweise auch nicht wirklich Friedenspositionen dabei, nämlich auch Rüstungsförderung, wenn sie halt Wirtschaftsförderung draufschreiben, meinen sie auch Rüstungsindustrieförderung. Wenn man sich das mal durchliest, verlieren eigentlich alle dadurch, die die Partei eigentlich wählen würden. Also praktisch das Klientel, was sie wählt, würde verlieren. Aber wir haben jetzt wirklich anderthalb Stunden über das Arge geredet. Das ist ja auch okay und das ist ja auch wichtig. Aber wir kommen jetzt mal in der letzten halben Stunde, das möchte ich jetzt und das moderiere ich auch an. Wir kommen jetzt mal zum Konstruktiven und sprechen jetzt mal darüber, wie wir das ändern könnten. Also es gäbe ja Möglichkeiten und vielleicht mal die Reihe nach. Und ich bitte euch, euch aufs Wichtige zu konzentrieren, damit alle zu Worte kommen. Als Vertreter einer Kindereinrichtung als Basis sagen, was wir als Arche fordern, ist eine monatliche Kindergrundsicherung von 600 Euro. Davon fließen 300 Euro direkt in die Schulen und Kitas zur besseren Ausstattung, mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Pädagoginnen und Pädagogen, mehr Psychologen und in die besseren räumliche Ausstattung. 150 Euro fordern wir als Arche, kommt in eine App, mit der kann das Lehrpersonal Sachleistungen abrufen, dass Kinder mal in Urlaub fahren können, dass sie eine Klassenfahrt mitmachen können, die sie normalerweise nicht mitmachen können, dass sie eine Mitgliedschaft in einem Fußballverein finanziert bekommen und das, was wir als Arche sagen, Teilhabe lernen dürfen, dass sie auch mal in ein Restaurant gehen, dass sie auch mal in einem Hotel übernachten. Wir haben als Arche Partnerschaften hier mit dem Soho-Haus in Berlin zum Beispiel. Dort können die Kinder übernachten, dass wir mit den Kindern in ein Restaurant gehen und so weiter. Und die anderen übrig bleibenden 150 Euro gehört aufs Konto der Kinder. Da sollen keine Waschmaschinen von gekauft werden und keine Spülmaschinen. Was anderes will ich überhaupt nicht sagen. Wir brauchen starke Kinder. Es gibt nicht mal eine Alternative. Das sind Kinder, die später die Renten bezahlen werden, die später die Pensionen bezahlen werden. Und ohne eine gute Ausbildung dieser Kinder wird es all das nicht geben. Und das wird von der jetzigen Bundesregierung verhöhnt. Wir haben mit allen Politikern bei uns gesprochen. Es besteht null Interesse an Kindern, es besteht null Interesse an Jugendlichen. Und das finde ich sehr schade. So, wer möchte darauf? Ja, ich muss eigentlich in dem Moment zustimmen, dass ich sage, es hängt sehr viel an der Bildung. Bildung fängt eigentlich mit der Geburt an und hört nie auf. Und keine Bildung kommt uns langsam sehr teuer oder wird uns sehr teuer kommen. Bildung ist teuer, aber keine Bildung ist natürlich noch viel teurer. Hat John F. Kennedy gesagt. Ja. Und wir müssen andere Prioritäten setzen, aber vielleicht gibt es auch irgendwelche Möglichkeiten, die Menschen zu ermutigen, wieder Vertrauen zu haben in politische Systeme und in die politische Möglichkeiten. Wie denn genau? Wie stellst du dir und das vor? Ich stelle mir vor, dass wirklich auch mal Parteien sich überlegen sollten, wie kann die Bevölkerung mehr eingebunden werden? Können wir uns trauen, ein bisschen von unserer parlamentarischen Macht abzugeben? Und es gibt sehr viele Menschen, die Ideen haben und sehr viele Möglichkeiten, die direkte Demokratie zu stärken, um damit auch Vertrauen zu schaffen in die Bevölkerung, um diese Ohnmacht zu stärken. Aber die Kinder leben jetzt und heute, die brauchen jetzt und heute unsere Hilfe und nicht irgendwelche großen Blasen, wo man in den nächsten 20 und 30 Jahren die Situation der Kinder verbessert. Aber du verbesserst es ja nicht, du verbesserst es wunderbar, indem du ehrenamtlich arbeitest. Aber du kannst doch nicht sagen, dass jeder Mensch sich ehrenamtlich engagieren muss. Dafür ist doch eigentlich auch die Politik da, um Dinge zu steuern und zu regeln. Klar kannst du Forderungen stellen, viele Menschen stellen Forderungen. Gut, dass du die Forderungen stellst für die, die eigentlich keine Stimme haben, finde ich ganz
wunderbar, aber es kann doch nicht die Lösung zu sein, zu sagen, jetzt engagierst du dich für Kinder, der nächste engagiert sich für Tiere, der nächste engagiert sich fürs Klima. Nein, es muss insgesamt muss doch die Politik sich ändern, dass man sich gegenseitig wieder ernst nimmt. Ich setze da mal an, Bildungsarbeit und Kinder ist natürlich vollkommen wichtig. Das ist ein Politikfeld. Aber ich denke, wenn wir jetzt über das Ganze gesehen schauen, wie können wir die Beteiligung der Bevölkerung vergrößern, die Selbstbestimmung, ich würde das mal sagen, so einen Teil der Selbstbestimmung auch reinholen, dann müssen das irgendwelche Elemente sein, Mitspracheelemente oder Selbstentscheidungselemente. Und da gibt es ja einige Ansätze, die man wahrscheinlich auf jeden Fall jetzt verstärken müsste. Also ich weiß, dass in einigen Kommunen ja sogenannte Bürgerhaushalte gemacht werden. Das heißt, ein kleiner Teil, natürlich nicht der große Teil, aber ein kleiner Teil dessen, was die Stadt zur Verfügung hat, auszugeben, das wird tatsächlich jetzt mal outgesourced an ein weiteres Gremium, wo Leute sich beteiligen können und sagen, hallo, ich möchte auch mitmachen. Das ist meiner Ansicht nach ein Element, was verstärkt werden müsste. Das hat natürlich auch wiederum seine Gefahren, weil da auch wieder bestimmte Pressure Groups reingehen können, die dann doch nicht wiederum die Mehrheit der Gesellschaft vertreten. Aber es ist schon mal immer ein Mittel, bestimmte Leute, also Leute, die engagiert sind, denen zu sagen, pass mal auf, du kannst auch, ohne dass du in einer Partei jetzt bist und da mitdiskutierst, du hast einen Bereich, wo du auch mitbestimmen kannst. Kommt darauf an, wie das dann praktiziert wird, was da beschlossen wird. Die andere Geschichte, auch die ist auf Bundesebene jetzt zweimal schon probiert worden, das sind diese sogenannten Bürgerräte, die dadurch entstanden sind, dass man versucht hat, eine größere Anzahl von Menschen aus ganz Deutschland repräsentativ zusammenzubekommen, die ein bestimmtes Thema dann diskutieren. Ich weiß gar nicht mehr, welche beiden Themen das jetzt gewesen sind. Das war Bürgerrat Klima, da war das war ja Klimarat und das zweite war, was war das zweite denn? Das war aus dem Gesundheitsbereich. Ernährung. Richtig. Also das sind kleine Versuche, die man meiner Ansicht nach intensivieren müsste. Das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, also das bestehende System der parlamentarischen Demokratie zu ergänzen. Ich sehe im Moment keine Alternative zu einem System, in dem Parlamente gewählt werden und in dem Parteien sich zusammenschließen, um dann zu kandidieren und dann Stimmen zu bekommen. Vor 100 Jahren gab es mal die Alternative, ein sogenanntes Rätesystem zu installieren. Aber ob das richtig die Demokratie richtig wiedergegeben hätte, ist fraglich, weil das auch sehr große Risiken birgt. Und erzähl mal, welche. Das Modell anders auch so, dass bestimmte Pressure Groups dann mehr oder weniger putschmäßig die Macht an sich reißen können und dann bestimmen können. Ich finde Losverfahren sehr schön. Katja, erstmal hier. Wir wollten über die Kindergrundsicherung reden. Die Regierung sollten wir nicht durch Losverfahren bestimmen. Die Kindergrundsicherung ist tot. Das wäre der komplette Irrsinn. Nein, also wir sind heute im 21. Jahrhundert. Ich sage mal so, die Idee mit solchen Apps ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und es gibt inzwischen auch an mehreren Stellen schon Entwickler, die Demokratie-Apps entwickeln. Und ich sage mal so, da braucht man nicht unbedingt ein Rätesystem, wenn du da so Angst vor hast. Dann kann man das auch ohne machen. Aber ich sage mal so, die Leute ganz genau selbst, also in kommunaler, Landes, ist ja auch ein hierarchisches System, die Räte würden eh nicht funktionieren. Die Leute über die Themen abstimmen zu lassen, über diese sich auch unterhalten wollen, interessieren wollen, mitreden wollen. Das ist bei jedem Menschen, es sind es andere Themen. Und wenn ein Thema, so zum Beispiel wie Ernährung, jetzt für einen Wirtschaftsmenschen vielleicht gar nicht mal so wichtig ist, sondern er möchte bei sich Infrastruktur haben für seine Arbeiter, dann macht er da mit. Und macht dabei bei der Ernährung nicht mit, stimmt er da nicht ab? Naja, ist er da uninteressiert? Nee, eigentlich eher nicht. Also das Ding ist, wir haben die technischen Möglichkeiten, die Leute mit einzubinden. Ein Klick, fertig ist die Stimme. Und da kann man denn, ich sage mal, das muss man nicht neben der parlamentarischen Demokratie laufen lassen. Eigentlich sind die Volksvertreter, wenn man das so nennen darf,
sollten eigentlich nur ausführende Personen sein. Also sprich, der Wille der Bevölkerung, den können die inzwischen auch ganz gut selber ausdrücken. Aber den umzusetzen, das wäre dann die Aufgabe der Volksvertreter. Und die, ich sage mal so, die kann man auch wählen. Aber es geht vor allem darum, was umgesetzt wird und vor allem wie. Diese komischen Bürgerräte, wie sie jetzt genannt werden, ich finde das eine Mogelpackung, gelinde gesagt. Da werden irgendwelche Leute ausgelost, die sich dann, was weiß ich, wie lange zusammensetzen, irgendwas ausarbeiten und die Politik ist noch nicht mal verpflichtet, das umzusetzen. Das ist, also die dürfen sich zusammensetzen, dürfen sich ihre Köpfe zerbrechen und dann werden, egal wie die Lösung, ob die gut oder schlecht sind, die Politik kann einfach mal sagen, nö, gefällt uns nicht, braucht man gar nicht erst drüber nachdenken. Danke, dass ihr mitgemacht habt, wir ignorieren euch jetzt wieder. Schön. Also dafür möchte ich solche Bürgerräte nicht haben. Das ist, da lieber eine verbindliche Stimme per App, die sagt, okay, ich möchte in meinem Bezirk vielleicht mehr Grün haben, ich möchte in meinem Bezirk eine Straße oder eine Straße nicht haben. Also sowas gibt es ja auch, solche wichtigen Entscheidungen, die einen direkt betreffen. Oder ich möchte für Kinder so eine Kindergrundsicherung in Höhe von X und dann bestimmen, mitbestimmen, wie die verteilt wird. Therese, darf ich mal fragen, genau was sie sagt, das habt ihr doch, ihr Piraten doch wir damals. Piraten haben mal versucht, das doch damals liquide versucht, Demokratie oder? Zu das war ein sehr schönes System. Ja, das hat Internet durfte ich mir schon mal angucken. Liquid Feedback, da war ich auch sehr engagiert. Das Problem ist natürlich auch mal die Beteiligung. Ne? Die muss man durch Werbung fördern. Ein System ist erst dann, ein Schwarmwissen besteht erst dann, wenn der Schwarm da ist. Und wenn der Schwarm keine Lust hat und dem System nicht vertraut und nicht macht, dann ist es alles für die Katz. Ja gut, aber da darf man sich nicht mit rausreden. Also das ist, wenn es dringend wird, dann stehen schon alle Leute, also ich sage mal, so viele Leute, wie in der letzten Zeit auf der Straße waren, so viele Leute hätten da auch abstimmen können, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte. Und dann wären sie auch politisch wirksam gewesen, zum Beispiel in Berlin oder in sonst wo. Weil ihr seid ja auch gewählt worden. Also die Piraten waren ja hier in Berlin relativ stark, würde ich sagen, für eine kleine Partei. Da kann man sich ja wundern oder auch nicht wundern. Also das heißt, wie du richtig sagst, wenn man den Leuten das anbietet, sind die schon bereit. Ne? Es kommt aber auch immer darauf an, wie oft man mitarbeiten soll und mitarbeiten kann. Also wir haben ja in der Schweiz ein System, da kann man Volksabstimmungen dann beantragen, wenn die bestimmte Zahl Unterstützerzahl haben, wird landesweit abgestimmt und die stimmen relativ häufig ab, aber die Zahl derjenigen, die sich beteiligt, die ist dann häufig auch nicht besonders groß. Und wenn du jeden Tag zum Beispiel gefordert wirst, mitzugestalten, diese oder jene Frage zu entscheiden, ist absehbar, dass die Zahl derjenigen, der sich beteiligen, relativ gering wird und dann wird es unrepräsentativ und dann ist es auch eine Gefahr für die Gesellschaft. Aber ich kann nur eines sagen. Also eine Frage für die Gesellschaft würde ich jetzt bezweifeln. Ich würde sagen, wenn sich herausstellt, dass eine Entscheidung jetzt von einer kleinen Minderheit denn getroffen wird und die dann verkehrt war, dann sollte man die natürlich auch abwählen können, also auch stoppen können mit einer Entscheidung. Dann ist die Entscheidung aber erstmal getroffen. Darum geht es doch. Man es geht um die Straße. Es soll eine Straße gebaut werden, sie soll erweitert werden, es soll eine Autobahn gebaut werden. Wenn es dann auf einmal Probleme gibt, dann kann man sagen, okay, wir möchten die Straße jetzt, wir möchten den Bau abbrechen, rückabwickeln oder wir möchten das anders gestalten. Und da kann man dann wieder eine Abstimmung. Ja, wo ich ist kann das ja, Problem? Ich kann ja nur sagen, wir wollten ja unter anderem auch diskutieren, dass es um die Menschen geht, die aus unserem System praktisch ausgeschlossen worden sind. Und das sind die Menschen, die von Transferleistungen leben, das sind deren Kinder, ich kann die Zahl nur nochmal nennen, Kinder, die Anspruch auf eine Kindergrundsicherung hätten, sind in Deutschland 5,6 Millionen Kinder. So viele arme Kinder haben wir in unserem Land. Und solange wir nicht anfangen, die Schulen zu verbessern, solange wir nicht anfangen, die Brennpunktschulen abzuschaffen, solange wir nicht anfangen, Flüchtlinge aufs ganze Land zu verteilen und nicht in einigen wenigen Ballungszentren unterzubringen, solange werden die Leute weiter arm sein, solange werden die Leute weiter ausgegrenzt sein. Und wenn die Leute uns hier, wenn die Menschen, die Jugendlichen und die alleinerziehenden Mütter, das ist übrigens die schlimmste Gruppe, wenn jemand, wir Männer machen Kinder, 2, 3 Kinder, dann ist die alleinerziehende Mutter da. Ich kenne sehr viele Mütter, die mit 20, 21 Jahren mit 2 Kindern zu Hause in Hellersdorf oder in anderen Stadtbezirken
Bezirken in ganz Deutschland am Rand sitzen und keine Chance haben, diese Kinder selbstbestimmt aufzuziehen. Und viele der Arche-Familien, die ich kenne, viele der Jugendlichen, die ich kenne, die hätten, wenn sie denn dieses theoretische Gerede gehört hätten, abgeschaltet, weil sie gar nicht den Intellekt, weil sie gar nicht die Ausbildung haben, weil man ihnen in den Schulen das auch gar nicht lehrt. Was wir, und da kann ich nochmal für kämpfen, wir müssen die ausgegrenzten Familien, wir müssen die ausgegrenzten Kinder mit einbeziehen. Diese Kinder werden sich sonst irgendwann das holen, was sie meinen, ihnen zusteht. Und wir haben gerade unter den Flüchtlingen Tausende von Kindern in unseren Einrichtungen, die Talent haben, die Bock haben, was zu machen. Aber wir bilden sie nicht aus. Wir schieben sie wie in Berlin nach Hellersdorf, Marzahn und nach Lichtenberg. Wie kann es sein? Auch die Frage muss ich nochmal stellen, weil gerade habe ich gehört, in Berlin würde eine Menge gemacht, auch von der Kommune her. Wie kann es sein, dass dann 60% aller Kinder in zwei Stadtbezirke 60% aller Flüchtlingskinder in zwei Stadtbezirke untergebracht? Das ist doch System. Da steckt System hinter. Und solange wir das nicht verändern, solange wir hier nicht Kindern und alleinerziehenden Mütter und verarmten Familien helfen, werden wir irgendwann ein Riesenproblem bekommen. Dann werden auch keine Pensionen mehr gezahlt werden können und dann können keine Renten mehr bezahlen, weil uns der ganze Aufbau fehlt. Wir verzichten, das kann man ganz klar sagen, auf über 30% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Die bilden wir nicht richtig aus. Die schieben wir ab. Und wir haben, gerade jetzt habe ich mit dem Gründer der Arche, ist ein Pastor, wieder ein neues Buch geschrieben. Das heißt, das Verbrechen an unseren Kindern. Und keinen in der Politik hat es interessiert. Wir waren in etlichen Talkshows, wir haben mit vielen Journalisten gesprochen und es hieß immer, ja okay, aber wenn die da von der Arche kommen, dann kommen wir nicht. Und das finde ich sehr traurig. Wir wollten hier über Kinderarmut sprechen. Wir müssen über die Situation von Millionen Kindern in Deutschland reden. Deutschland ist immer noch ein reiches Land, trotz dieser Bundesregierung. Deutschland ist immer noch ein wohlhabendes, ein reiches Land. Und ein reiches Land verzichtet auf 30% der Kinder, weil einige die Schnauze nicht vollkriegen können vom Erfolg und vom Geld. Und das finde ich verwerflich. Und das finde ich eine Schande für so ein reiches Land wie Deutschland. Und das sollte über Steuern vom Staat finanziert werden. Das ist nicht der Job irgendwelcher Verbände, die dann ja, aber sie tun noch von es Spenden nicht. Wenn wir uns nicht sind. Kümmern würden, ja. würden Kinder aber, verrecken auf der Straße. Aber ich sag dir, mit der direkten Demokratie, also es, 100% hättest du... Die Kinder leben ja jetzt. Gar, ja, 100% hättest du Zustimmung bei sehr vielen Leuten, bei einer großen Bevölkerungsmehrheit mit deiner Meinung. Weil die kümmern sich garantiert auch um ihre Kinder, die sagen, meine Kinder könnten genauso betroffen sein. Ja, die kümmern sich um ihre Kinder. Ja. Ich sag noch einmal, SPD-Politikerin hat mir nach einer Talkshow im Deutschlandfunk gesagt, Herr Büscher, wollen Sie, dass Ihre Kinder mit denen in eine Schule gehen? Das Scheiße, heißt, das ja. ist gewollt, das ist auch von Linken gewollt, das ist auch von der gesagt. SPD und den Grünen gewollt. Ja. Das ist doch das Schlimme. Wir könnten doch zum Beispiel die Flüchtlinge oder Kinder aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien, wir hätten doch die Möglichkeit, sie besser zu verteilen. Ja, gerade muss ich noch mal sagen, in Metropolen wie zum Beispiel in Berlin, sie müssten dann zwei Stationen mit der U-Bahn und zwei Stationen mit Bussen und der S-Bahn fahren und dann erreichen sie eine Schule, wo nur 5% verhaltenskreativer Kinder sind. Es ist also gewollt, weil wir es nicht machen. Und es ist auch, muss ich sagen, Sie sind, habe ich gerade gehört, und du bist gerade, habe ich gehört, Mitglied der Grünen, es ist auch von den Grünen so gewollt, dass 30% der Kinder draufgehen. Und das finde ich wirklich schade. Ich möchte es nicht und es ist wirklich nur Unterstellung, dass so etwas ja, warum gewollt macht ihr es ist. Dann nicht? Warum macht ihr es denn ja, dann darüber nicht? Haben wir haben die Situation, ich bin 20 Jahre Sprecher der Arche und seit 20 Jahren predigen wir weg von den Brennpunktschulen, verteilte Kinder überall. Es wird nicht geändert, also ist es doch gewollt. Naja, aber das haben wir ja am Tisch schon, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das hatten wir ja vorhin schon, dass Leute, wie du richtig sagst, dass Leute, die das nötige Geld haben, dass die sagen, wenn wir das nicht wollen in unserer Umgebung, weil die Leute gibt es ja, natürlich gibt es auch Leute, die sagen, wir akzeptieren das, aber es gibt Leute, die haben das nötige Geld zu sagen, wenn bei uns eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden soll, dann holen wir unsere Anwälte ran. Muss man die Gesetze vielleicht ändern? So,
genau, ja, gut, aber das ist ja der Punkt. Also da müsste man ja ansetzen, aber das haben wir ja schon, so gesehen kann man sagen, es ist gewollt oder es ist von bestimmten Leuten eben nicht gewollt, dass sie dass in ihrer, in den Klassen ihrer Kinder Flüchtlinge sind oder dass in der Umgebung eine Flüchtlingsunterkunft ist. Natürlich ist das gewollt, sonst wäre es ja nicht so. Ich meine, wir kennen ja die Klagen und so das Theater. So, also natürlich, und da gebe ich Therese recht, natürlich, da müssten die Gesetze geändert werden, aber die Politik macht es nicht. Weil, so, fertig. Das können wir doch eigentlich so festhalten. Ich sag mal, Finanzierung würde sofort stehen, 1% Reichensteuer, schon hätten wir das Land saniert. Ja, aber Flüchtlinge zu verteilen kostet überhaupt kein Geld. Ich meine, du kannst ja mit massiven Widerstand in der Bevölkerung rechnen. Nee, aber die Schulen kann man damit auch bauen. Also ich sag mal so. Denn die Bevölkerung, die ist ja im Widerstand dagegen. Aber irgendwann geht dieser Teil der Bevölkerung auch auf die Straßen. Sie sind nur nicht organisiert, weil sie bildungstechnisch gar nicht in der Lage sind, sich zu organisieren. Aber wenn wir die benachteiligten Kinder und Jugendlichen fördern und ihnen sagen, geht auf die Straße, legt dieses System lahm, dann könnten sie das mit links machen. Aber die Politik weiß, dass sie das nicht tun, dass sie nicht organisiert sind, wie zum Beispiel die Klimakleber, um es salopp zu formulieren. Nein, ich gebe Klaus recht. Wir haben ja, wir diskutieren ja verschiedene Sachen. Wir diskutieren ja relativ breit die Kinder- und Sozialpolitik, was ja auch sehr wichtig ist. Aber wir hatten ja auch den Anlass, mal zu überlegen, warum werden in Ostdeutschland offensichtlich wird die AfD, hat die da eine größere Unterstützung als in Westdeutschland. Was ist der Grund? Und meiner Ansicht nach ist nicht die Kinder- und Jugendpolitik der Bundesregierung ein Grund dafür, dass in Ostdeutschland die AfD... Moment, da muss ich widersprechen. Da muss ich jetzt wirklich, die Leute, wenn ich mir, wenn ich das in der Zeitung sehe, die Leute sagen, die Flüchtlinge nehmen uns das und das weg und wenn die nicht da wären, dann hätten wir es besser. Doch, es ist so. Also, ja, aber das ist ja nur der Fall... Nochmal, es sind nicht zu viele Flüchtlinge in Deutschland, nein. Sie sind nur falsch verteilt. Ja, und wenn die so verteilt werden, wie du willst, dann würde wahrscheinlich die AfD in der Ex-DDR noch größere Stimmanteile bekommen. Also das ist doch gerade auch die Auseinandersetzung in Ostdeutschland. Also wenn sie bei den Reichen abgeladen werden, dann... Die Flüchtlinge gesagt, wir sind eine kleine Gemeinde, hier passen die nicht hin. Also das ist... Der Widerstand, glaube ich, Flüchtlinge zu verteilen, ist in den ostdeutschen Ländern größer als in Westdeutschland. Die Politik hat mir, wie hat ein ehemaliger Berliner Bürgermeister gesagt, solange ihr bekommt kein Geld als Arche von uns, wir leben nur von Spenden. Wir müssen dieses Jahr 2 Millionen Euro im Monat sammeln, um die Arbeit zu finanzieren, die eigentlich die Kommunen und der Staat finanzieren. Und ein ehemaliger Bürgermeister hat mir gesagt, Wolfgang Büscher, solange du dein Maul aufreißt in Medien und durch Talk Shows, Tingles und so weiter, solange bekommt ihr kein Geld von uns. Er hat dann weiter gesagt, das, was du machst, ist Nestbeschmutzung. Du beschmutzt Berlin, du beschmutzt, wenn du mit ausländischen Zeitungen redest, Deutschland. Und das finde ich für einen Politiker, der jetzt im Bundestag sitzt und früher Bürgermeister war, ein Desaster. So, Therese, bitte, da würde ich von dir noch mal gern als Ex-Piratin was zu hören. Wozu möchtest du was hören von mir? Man kann ja froh sein, dass die Arche die Aufgaben übernimmt, die im Grunde Eltern übernehmen müssten und der Staat übernehmen müsste und das dann irgendwie... Es liegt sehr viel im Argen. Die Arche macht viel, es machen sehr viele Menschen was für Behinderte, für Alte, für sonst irgendwas. Ich sage, das bürgerschaftliche Engagement, wenn es das nicht geben würde, dann sähe es in Deutschland noch schlimmer aus. Ja? Aber das kann es ja nicht sein. Dass nur irgendwie die Menschen, die sagen, ich kann es jemandem mit ansehen, ich packe jetzt an und ändere was. Und auch wenn ich mein eigenes Geld dafür in die Hand nehme, ist mir egal, ich muss was tun. Mein Gewissen sagt mir das, aber das darf es doch nicht sein. Aber ich wollte dich als Politologin eigentlich noch mal fragen, sehen das die Leute im Osten nicht? Also ist das so, das, was ich gesagt habe, dass die Leute glauben, wenn wir weniger Flüchtlinge im Land haben, dann habe ich mehr. Ist das? Das Problem ist auch, dass die Information sehr,
sehr blasenartig mittlerweile verläuft. Es ist ja nicht mehr so, dass die Menschen sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder irgendwo auf alle auf gleicher Ebene informieren. Es werden ja auch keine Fakten mehr geglaubt. Es werden ja mittlerweile, sagt man, Fakten wären keine Fakten und erfindet sich seine alternativen Fakten und glaubt wirklich Dinge, die nicht stimmen. Und wenn man dann das Gegenteil beweist, dann glaubt man trotzdem noch, nee, das ist ja alles gesteuert. Es ist so viel Verschwörungstheoretisches auch im Moment auf dieser Welt, dass ich denke, Mensch, warum kann man nicht mal einfach und vernünftig reden? Warum habt ihr alle so ein Misstrauen? Weil es diese Verschwörungstheorien, die basieren ja auf Misstrauen. Dass man denkt, aha, da steht irgendeiner dahinter, der will das und das und wer hat was davon? Naja gut, das hat er ja nicht gesagt. Er hat ja klar gesagt, nee, wer was meine, gesagt. Achso, okay, gut. Ich meine gut. Ihn überhaupt nicht. Okay. Ich meine allgemein, dass wenn man sich mal ein bisschen umhört, wenn man mal in Blasen liest, die einem gar nicht so liegen und wenn man mal sich irgendwelche Journalisten, wenn man denen folgt, die mehr AfD-nah sind, weil man denkt, was, in welcher Welt leben die? Was glauben die? Und die glauben das wirklich. Und die glauben wirklich, dass es Flüchtlinge besser, geflüchtete Menschen es gut haben in Deutschland. Und dass die mehr kriegen als man selber. Und dass es einem besser gehen würde, wenn die Schuldigen weg wären. Es gibt's wirklich. Und dann denke ich, es ist so viel Aufklärungsarbeit nötig. Aber wer kann die Aufklärungsarbeit leisten? Journalisten und Öffentlich-Rechtliche, denen wird nicht mehr vertraut. Der Politik wird nicht mehr vertraut. Es ist ein totales Vertrauensdefizit im Moment gesellschaftlich. Und das ist sehr problematisch. Okay, ich kriege gleich... Darf ich noch mal kurz was sagen? Ja, ich kriege gleich Zeit, nur noch 5 Minuten. Ganz kurz jeder noch mal. Also Misstrauen und Verschwörungstheorie in einen Topf zu werfen, ich finde es ziemlich grauenhaft. Übrigens... die Wahrheit heißt jetzt das Narrativ, also sprich, uns werden die Worte im Mund umgedreht, wenn man Fakten erzählt. Also solche Sachen hier, ich sag mal, alleine schon solche Umfragen. Dann hat das nächste Institut, dann werden an der nächsten Straßenecke vom nächsten Institut andere Fakten angeboten, also andere Narrative. Man braucht nicht in AfD-Blasen zu gehen, um irgendwelche albernen Geschichten zu erfahren. Also ich sage mal so, die ganze Welt wird faktenfrei gemacht und zwar aus verschiedenen Ecken und Enden. Und der nicht fähig ist, leider halt auch durchs Bildungssystem unfähig gemacht wurde, da durchzusehen. Und deswegen sage ich, das DDR-Bildungssystem war gar nicht so schlecht. Man konnte sich dann doch etwas selbst ein bisschen zusammenreimen und hatte mehr Werkzeuge nachher im Kopf, um da durchzusehen als ein Westgebildeter, leider die Jugend nicht mehr. Die muss sich das leider durch Social Media zusammenklauben und manche sind da erfolgreicher, manche nicht. Und das ist halt ein sehr, sehr bedenklicher Zustand, da gebe ich euch recht, weil Demokratie kann eigentlich, egal ob es jetzt die parlamentarische, die direkte oder die Basisdemokratie ist, nur dadurch leben, dass man Informationen ungefiltert bekommt und auch darüber nachdenken und offen darüber reden kann. Wenn man dann noch Zensur, ich sage mal, Zensur habe ich gerade gesagt, haben wir ja nicht in Deutschland, also wenn man da so kleine Denkverbote beziehungsweise das und das und das ist keine Meinung gesagt bekommt und das zu verschiedenen Themen und eine Meinung praktisch als Mainstream genehmigt wird und andere nicht, dann haben wir das Problem, dass die Demokratie an verschiedenen Ecken begrenzt wird, wo sie eigentlich nicht begrenzt gehört. Okay, Katja, ich mache hier einen Cut, damit die beiden sich noch die letzten 4 Minuten teilen können. Nein, ich kann nur sagen, fang du an. Darf ich noch mal ganz kurz sagen? Und dann haben natürlich Demokratie begrenzende Parteien, die das dann natürlich noch schlimmer machen und das sogar ins Parteiprogramm schreiben, noch größere Chancen, weil sie dann als Opposition dastehen und noch von Mainstream auch noch zu dem gemacht werden als zur Alternative, sag ich mal ganz böse. Kommen wir nochmal zu unserem Thema, die allgemeine, in Anführungszeichen die allgemeine politische Lage und warum wählen so viele Menschen in Ostdeutschland die AfD?
Ich glaube, da bist du schon auf der richtigen Spur. Das ist Misstrauen gegenüber den jetzigen Institutionen und sehr viel Verschwörungstheorie. Ob da die DDR-Bildung geholfen hat, wage ich eher zu bezweifeln. Da in der Schule durften Schülerinnen und Schüler auch nicht das denken, was sie wollten. Im Westen auch nicht. Dann sind sie nämlich von der Schule geflogen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, uns tatsächlich auch immer eine Meinung über das zu bilden, was tatsächlich passiert und nicht etwa zu sagen, dies ist eine Alternative oder jenes ist eine Alternative. Es gibt manchmal tatsächlich nur eine Wahrheit und nicht etwa noch eine alternative Wahrheit, die dagegen steht, sodass man sich das dann aussuchen kann. Also ich kann uns nur sagen, also nichts anderes übrig, als weiter unseren Kopf einzusetzen und zu gucken, wer will was, wer fordert was und nutzt das jetzt mir, beziehungsweise was ist eigentlich das, was passiert, wenn das umgesetzt wird, was dort aufgeschrieben ist. Ich komme jetzt wieder konkret, das hast du auch schon gesagt, auf das Programm der AfD. Ja. Wenn man sich die einzelnen Punkte dieser Partei durchliest, dann ist das ein Förderprogramm für Reiche, das ist ein Förderprogramm für davon Unternehmen, die gar nicht gefördert werden sollen und so weiter und so weiter. Jedenfalls ist es nicht im Interesse derjenigen, von denen ich glaube, dass jetzt viele Leute diese AfD wählen, und uns bleibt nichts anderes übrig, als mit diesen Leuten zu sprechen, in der Bekanntschaft oder Verwandtschaft. Ich fahre demnächst wieder zu meiner Verwandtschaft. Ich kann nur noch mal zum Schluss sagen, ein Land, was seine Kinder vergisst, vergisst auch seine Zukunft, und das finde ich sehr traurig. Okay, das war vielleicht ein gutes Schlusswort, dass wir da jetzt einen Schnitt machen, Klaus. Okay, gut. Also vielen Dank, dass ihr da wart, und Leute, wir sehen uns wieder am zweiten Sonntag im September, und das war heute sehr turbulent hier, aber ihr könnt euch das Ganze ab Dienstag nochmal angucken. Vielen Dank. This is Masterfly. Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs, only 7 euros, I mean it's 8 songs, only 7 euros, that means you give one free, one free, I mean we all like free, right, cause we like freedom, flying with the birds.